Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin wieder da und auch gleich mit einem neuen Game und zwar Little Nightmares 2. Wir haben ja den ersten Teil schon gezockt. Falls ihr sehen wollt, worum es da geht, was im ersten Teil passiert ist, verlinke ich euch oben mal die komplette Playlist. Wir fangen jetzt aber mit Teil 2 an. Ich bin sehr gespannt. Soll um einiges mehr creepy sein als der erste Teil. Bin gespannt. Los geht's. Oh. Cartoonboy. Ja, wie im ersten Teil auch, brauchen wir natürlich wieder einen Namen für unseren kleinen Johnny hier, weil der hat nämlich keinen. Also bitte Leute, falls ihr Ideen für Namen habt, dann haut die unten in die Kommentare. Sind auf jeden Fall schon mal draußen, das ist cool. Im ersten Teil waren wir ja nur auf diesem Schiff. Übelster Spoiler, das hat man nicht erst am Ende erfahren, dass man auf einem Schiff ist. Wir waren auf jeden Fall im Gebäude. Achso, ich kann ja nach vorne auch. Ist ja gar kein 2D-Game. Dummer, dummer Hausi. Jetzt mach auf das Ding. Ich find's auch cool, dass einem nichts erklärt wird. Man hat keine HUD. Ist ein sehr immersives Spielerlebnis. Das ist halt, der Anfang ist im Prinzip so eine Art Tutorial, wo dir aber trotzdem nichts erklärt wird. Ich glaube, wenn ich jetzt hier lange stehen würde und quasi nicht weiterkomme, dann würde er sagen, mit der und der Taste kannst du da hochklettern und so. Finde ich aber cool gemacht, dass dir das alles nicht so vorgekaut wird. Oh, da ist eine Falle schon. Aber dadurch, wir den ersten Teil schon gezockt haben, wissen wir da vollends Bescheid. Wobei, ich wüsste wahrscheinlich auch, wenn wir den ersten Teil nicht gespielt hätten, war jetzt bisher nicht so schwer. Ja. Ich quatsch nebenbei so ein bisschen und zwar habe ich euch ja Hitman versprochen. Das war auch der Grund, warum ich jetzt so lange nicht online war, weil nachdem ich Hitman... Oh, oh! Lauf, Cartoon Boy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nachdem ich Hitman installiert hatte, hat mein Rechner angefangen zu spinnen. Und zwar richtig krass. Also, ich konnte nicht mehr aufnehmen. Ich konnte nicht mehr streamen, nichts. Hab meinen Rechner neu aufgesetzt, hab Windows neu installiert, hab alles neu gemacht, hab bei dem Zuge dann auch gleich meine Festplatten getauscht, mein Mainboard getauscht, meine CPU getauscht. Das Problem ging nicht weg. Immer wenn ich Hitman installiert hatte, hab mein Rechner abgekackt. Und ja, anscheinend installiert er, wenn ich den Epic Launcher installiere, installiert er irgendwas von DirectX. Und damit kommt mein PC nicht klar, warum auch immer. Deswegen jetzt erstmal kein Hitman, hol mal vielleicht nach. Ich hätte nämlich schon tierisch Bock drauf. Vor allem hätte ich es halt echt gern gestreamt. Wer bei dem Stream mal dabei sein möchte, kann mir gerne ein Follow auf Twitch da lassen. Aber wir haben ja noch andere Games, ja? Wir haben FNAF, wir haben Little Nightmares. Dieses Jahr kommt ja noch einiges. Harry Potter wurde schon verschoben. Habe ich ja in meinem Video, auf diese Spiele freue ich mich dieses Jahr, habe ich ja Harry Potter erwähnt. Bei Harry Potter ist es ja nicht. Hogwarts Legacy oder wie es heißt. Uff. Hab da ja, glaube ich, sogar schon gesagt, dass ich vermute, dass es verschoben wird. Und ja, wurde es. Okay, ich komme da nicht rüber. Mehr Anlauf? Muss ich... Nein. Ja, war vorhersehbar, dass das verschoben wird. Das ist massivst ärgerlich, aber... Dann haben wir schon mal was, worauf wir uns 2022 freuen können. Ist das schon die erste Stelle, wo ich hänge, oder? Ist das ja bitter. Ich meine, dass ich mich da vielleicht... Ah, ja, okay. Ihr wisst ja, ich bin nicht der Schlauste, gell? Das sind so Details, die liebe ich, dass der wirklich sich an den einzelnen Sprossen festhält. Habt ihr gesehen, diese eine, wo schief war, da hat er sich auch so schief festgehalten. Ich weiß, das juckt keine Sau, aber mir ist sowas immer voll wichtig. Ich feiere sowas. Da, Falle.
Scheiße, bin ich erschrocken. Ja, geil. Okay. Ja, machen die Schuhe hier doch einen Sinn? Wieso erschrecke ich denn bei Little Nightmares, Alter? Hör doch auf. Ja, der war fies. Ich dachte, das ist so eine Stolperfalle mit so einem blöden Netz, habe ich jetzt nicht gerechnet. Soll ich eigentlich so eine Papptüte auf dem Kopf? Würde mich schon wieder interessieren. Oh, das sind Bärenfallen. Ich einfach hier straight reinlaufe, überhaupt nicht drauf achte. Oh, da liegt eine. Okay. Kann ich die haben? Gib mir bitte den Stock. Dankeschön. Na, ihr nimm ihn halt mit. Zack. Rätsel gelöst. Boah, da ist doch auch wieder irgendwas, oder? Was ist da? Nichts. Okay. Tannenzapfen. Da schmeißen wir mal einen rein. Da ist nicht bestimmt irgend... Aha. Aha. Haben sie gedacht, sie können mich foppen. Nicht mit mir. Oh Gott. Das ist aus der Sicht halt echt nicht so einfach. Hey, ohne Witz, mir taugt das Spiel jetzt schon. Aber so richtig. Ich fand den ersten Teil grandios. Meisterwerk. Hat mich sehr stark an Limbo erinnert. Limbo war ich auch immer ein Fan. Aber der ist noch um einiges besser als Limbo. Nein, kein Haus. Ich bin so gern draußen. In Häusern ist immer irgendwas oder irgendjemand. Hallo? Da sitzt... Nee, okay. Oh, das ist so schön gemacht. Ach, ist das ein schönes Spiel. Willst du mir jetzt echt erzählen, dass hier nirgendwo ein Gegner ist, oder was? Das glaube ich nicht. Wer bist du? Wie komme ich da rein? Ups. Wie komme ich da rein? Ja, damit nicht. Damit auch nicht. Gehen wir erstmal nach rechts. Erstmal die Lage. Oh, da ist ein Hackebein. Kann ich das nehmen? Oh, na toll. Kann ich nicht. Oh, ich habe so Angst, dass ein Gegner kommt. Ich habe keinen Bock auf einen Gegner. Null. Okay, dann brauche ich die Axt. Wie kriege ich die? So. Ich mag halt so Gegner nicht, die dich permanent jagen. So dieser Stress die ganze Zeit. Da ist mein armes, übergewichtiges Herz nicht dafür gemacht. Zack. Ich komm rein. Hier ist Johnny. Kein Wunder, dass der wegläuft. Kann man auch ein bisschen dezenter machen. Man kann sich vielleicht ankündigen, sagen, glopp, glopp. Hier bin ich. Ich komme jetzt gleich rein. Wie so ein Berserker durch die Tür donnern. Oben noch ein Raum? Oben war doch nichts mehr. Aber nach vorne bin ich nicht gegangen. Ja, genau. Da war ich nicht. Oh Gott, ich höre schon wieder irgendjemanden. Oh! Achso, die sind nicht echt. Oh mein Gott, was lebt denn da wieder für ein Psycho, Alter? Was machst du? Was ist das? Psst. Leise sein. Zusammen schaffen wir es. Ja,
Mama, Räuberleiter. Ups. Und zack. Also wenn das keiner gehört hat, fresse ich einen Besen. Ja, komm da schon. Oh mein Gott, schnell, komm hoch. Komm! Junge, lauf doch! Sage mal, der andere lässt sich Zeit. Ja, hilf mit. Wow, hoffentlich bleibt er nicht die ganze Zeit bei mir. Ich hasse das, wenn ich so zwei Leute irgendwie... Wenn ich auf jemanden aufpassen muss oder so. Das ist nicht mein Ding. Okay, wie kommen wir da hin? Brauchen wir eine Kurbel. Kriege ich jetzt eine Kurbel her? Hä? Räuberleiter, warum? Was will ich da oben? Ist hier eine Kurbel? Oh Gott. Oh Gott. Ich find's jetzt schon gruseliger als den ersten Teil, muss ich sagen. Der erste war... Den ersten fand ich gar nicht gruselig. Alter, was für ein scheiß Freak lebt da. Das ist ja hier so ein, weiß ich nicht, schweigender Lämmer-Ding. So, müssen wir zusammenkurbeln, oder? Hoppala! Lol. Okay. Ja, einfach die Kurbel hochhebt, scheiß auf dich. Sehr geil. Hä, hey, ich wollte den Schlüssel runterkurbeln. Du musst es festhalten. Mein Gott, Junge. Kannst du ruhig ein bisschen mithelfen? Ja. Was ma... Achso, okay. So. Haben wir einen Schlüssel, sehr schön. Oh, ich musste nicht tragen, das ist auch gut. Hab mich schon gesehen, bevor wir diese Leiter hochgeklettert sind. Ich vergesse immer, dass ich da Taste drücken muss. Bevor wir hochgeklettert sind, da war ein Schlüssel an der Tür. Ja, mein Gott, Junge, geh halt einfach runter. Im ersten Teil musste ich die Schlüssel aber immer tragen. Finde ich auch besser, dass er die in die Tasche steckt. Und wir sind wieder... Oh, da sind Fußabdrücke. Moin. Okay, 8000 Bären fallen. So weit kann ich nicht sprengen. Nee. Können wir das zusammen verschieben? Oh, was ist das für ein Geräusch? Komm, hilf mit, Bratan. Sehr schön, danke. Weiter geht nicht. Aber das reicht uns auch schon. Zack. Rein in die Olga. Boah, das Geräusch ist ja widerlich. Oh, da ist er. Boah, die Schrumpf, das ist so gut gemacht, Alter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, lauft! Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Ja, natürlich hat er eine Waffe dabei. Was ist jetzt los? Ich bin... Was? Hä, was hätte ich denn machen sollen? Ich hätte hinter die Kiste müssen. Oder dann zerschießt er die Kiste. Oh mein Gott. Oh, ich häng fest. Ah, schnell verstecken. Oh mein Gott. Einfach weg. Geh zurück. Nee, dein Zeug. Verpiss dich doch. N-
Was machst du? Bleib hier! Wieso gehen wir jetzt? Ich check's nicht. Boah, mit dieser tiefen Schärfe, es ist so gut gemacht. Oh Gott, das ist so spannend. Es ist so spannend. Ah, da ist das Gras zu Ende. Oh! Jetzt geh zurück, Mann! Der hat ja gesehen, wie wir weggerannt sind. Ja, wie schnell wir gelaufen sind. Warum denkt er denn, dass wir jetzt hier irgendwo sind? Also wenn wir nicht hinter ihm wären, müssten wir ja schon so weit weg sein. Ah, okay, okay, jetzt pass auf. Er guckt jetzt wieder hierher. Und wenn er rüber guckt, muss ich schleichen oder laufen? Das ist jetzt die Frage, gell? Nein! Ah, hat mich erwischt. Ich dachte, er hat meinen Kollegen getroffen. Einfach nicht bewegen. Der kann dich nicht sehen, wenn du dich nicht bewegst. Boah, dass ich dann hier wieder starte, ist ja auch ärgerlich. So, jetzt guckt er wieder rüber. Wir gehen noch weiter. Wenn ich jetzt hier... Ach, verkackt. Verkackt, safe verkackt. Jetzt guckt er rüber und sieht uns, oder? Oh mein Gott. Jetzt lauf! Was denn? Ja, jetzt war ich übermütig. Mein Gott. So, bis hierher. Jetzt guckt er her und sobald er wegguckt, schleichen wir zu dem Loch. So. Perfekt, wunderbar. Wir sind da nicht. Oh mein Gott. Ballert der einfach hier rein? So, geht's jetzt wieder raus? Egal, wo es rausgeht, wartet der wahrscheinlich schon auf uns. So, Ausgang. Vielleicht ist er auch weg. Jetzt wieder so ein bisschen Entspannung und Rätsel. Ja, muss nicht so Dauerstress sein. Aber ich finde, die haben auch im ersten Teil... haben die da echt gut die Kurve gekriegt. Also es war... das perfekte, ja, mein Gott, perfekte Maß an Anspannung, aber auch noch geil rätseln und nicht übertrieben und so. Ich glaube, die haben das wieder gut hinbekommen. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir können ja nicht beide dahin laufen. Ach ja, ja, geh du, kein Ding, tschüss. Mach ich jetzt? Ah. Was? Du fängst mich? Bist du dir sicher? Oh mein Gott. Ja, passt schon. Kannst mich loslassen. Der versteckt dich doch, Q. Hey, hey. Oh Gott.
Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Nein, geh halt da hoch! Nein! Ah! Wieso geht der nicht nur auf mich los? Baller halt den anderen ab. Ist ja nicht so, dass ich dir irgendwas getan habe, oder? Ja, boah! Oh, oh mein Gott, schnell! Zieh mich hoch! Zieh mich hoch! Ah. Ist das krass! Okay, warte. Lass doch los! Dezent spannend. So, können wir weiter? Kann ich mich... Ah, ich kann untertauchen. Wissen wir ja sogar. Da riecht's bestimmt gut, glaube ich. Ah, Mann! Nein, ich bin viel zu langsam. Ach du Scheiße. Q, was ist mit dir? Ja, ich nenne ihn jetzt Q, weil ich Q drücken muss, damit der mich hört. Nein, ich hätte hier stehen bleiben müssen. Ich hätte nicht stehen bleiben müssen. Ich hab's jetzt gerade nicht gespannt, ob ich jetzt warten hätte müssen. Ah, okay. Ja, schmeiß doch um. Aber gut, da bin ich auch so rübergekommen, oder? Nein, jetzt müssen wir da wieder hochklettern. Da sieht der. Ne, da geht weiter, okay. Oh oh. Okay, wieder im Gras verstecken oder? Ne. Alter, es ist einfach zu räudig. Es ist zu räudig. Lauf! Tür auf! Komm, schnell! Hilf mit! Steh auf, Mann! Steh doch auf! Oh, eine Waffe! Oh mein Gott! Komm zu zweit, wir pumpen ihn jetzt weg. Und... Boots, Junge! Hat sie weggedrückt, Alter. Stefan, du bist so groß. Auf Ballast mit einer Schrotflinte. Okay, können wir gehen. Ich würd den gern sehen jetzt. Ob der tot ist. Krass, den, wenn man nichts hört, weil es so laut war gerade. Arrived. Die Stadt ist halt böse hässlich, ja. Q? Oh, was müsste man drücken für Q? Q. Klar, der hieß ja nicht so. Ich hab den ja nur genannt, wenn man den mit Q ruft. Ach, ich bin so dämlich. Wer ist das? Hallo, Sir? Oh. Alter, was war das? Ich habe gehört, dass der zweite Teil um einiges gruseliger ist als der erste. Ich bin echt gespannt. Bis jetzt geht's ja noch. Also es war gut spannend.
Aber noch nicht so gruselig. Könnte sich ändern. Ja, komm, Q. Ja, komm. Geh mal da auf, Q. Nee, wir gehen da rein. Oder müssen wir da Räuberleitern, oder? Nee, es geht. Alter, was ist das für eine Stadt? Schau mal, die Menschen haben sich alle aufgelöst oder so. Hat der sich erhängt, der andere? Und da hängen jetzt nur noch die Klamotten. Aber man hängt sich ja nicht unter den Armen auf. Nein, das ist schon wieder Quatsch. Ich sollte aufhören, Theorien aufzustellen und erst nachdenken. Da wäre uns allen geholfen. Das hat auf jeden Fall echt viel irgendwie mit so Fernsehern zu tun. Kannst du so hochspringen? Nee. Räuberleiter Q. Kim, dankeschön. Muss ich dir jetzt auch hochhelfen? Ja, du schaffst es selber, oder? Uff. Oh nö. Ja. So, ja klar, der Fernseher ist ja viel schwerer als ich. Was bringt denn das dann? Ah. Alter, weißt du, wo es mich dahin portet? Da werde ich jetzt mit 200 Sachen nach oben ballern. Das war so klar. Oh mal, wie er das sitzt. Ja, wie kann ich Q jetzt helfen? Der kommt hier nicht rein. Der kommt ja da ohne Räuberleiter gar nicht hoch. Ich bin schon ein Arsch. Jetzt muss ich darüber, wieder rüberspringen. Und ab geht die Luzi. Der ruft nach mir, der Q. Man kann halt da nicht wegspringen oder so. Und weiter schwingen kann ich auch nicht. Das ist das Maximum. Wie springe ich jetzt von dem Seil weg? Mit der Springtaste. Wer hätte es gedacht? Oh, ja, ich komme ja schon, Q. Alles gut. Du hältst dich da jetzt fest unten, okay? Schau, jetzt ziehe ich dich hoch. Zack! Wow! Alles gut? Ja, sehr schön. Wo treffen wir uns jetzt? Da können wir auch nicht rüber. Kannst du da rüberspringen? Nee, kannst du nicht. Ich kann auch nicht rüberspringen. Du kannst mich auffangen. Nee, so weit kann ich nicht springen. Hältst du jetzt echt deine Hand? Oh mein Gott! Wow. Danke, Q. Jetzt lass dich da mal wieder stehen. Und hepp. Kommt. Echt, mir ist sowas lieber, als wenn Gegner kommen. Das ist so ein Stress. Alter. Doch, schau am Kragen. Der hat sich da aufgehängt. Der hat sich erhängt und dann haben die sich aufgelöst. Alter, das ist ganz creepy shit. Aber so richtig. Licht tut mir weh, oder was? Oder, nee, der Fernseher tut mir weh. Das ist eine Metapher dafür, dass das Leben im Social Media und Fernsehen und uns die Seele aussaugt. Versteht ihr? Darum geht's. Dass wir alle zu einer Art Zombies werden. Alter, was muss ich machen? Was WASD benutzen? Hä, was zur Hölle? Okay, das war falsch, oder? Ja. Ich check's nicht.
Also das ist schon mal richtig. Alter. Das ist die Tür vom Anfang vom Ladebildschirm. Abgedreht. Ah, jetzt hat er mir geholfen. Danke, Q. Boah, das Game ist Psycho, hä? Aber so richtig. Raus da schnell. Mal da hoch, Q. Vielleicht redest du mal mit mir. Das müssen wir wegschieben. Komm, hilf mit. Mein Gott, ich habe ihr die Hand gegeben. Habt ihr das gesehen? Oh, war das süß. Kann ich das nochmal machen? Schau, schau. Sie hat sich gerade die Hand gegeben. Oh mein Gott, ist das süß. Boah, das ist ja voll niedlich, wie er sie hält. Dann krieg ich gleich Pippi in den Augen, hä? Eine Schule? Komm, halt mal Händchen. Ich helfe dir, ich bin bei dir. Moin, jetzt schießt du noch ein Tor. Ist das süß alles. Noch. Kann ich da rein? Hallo? Müssen wir die Dachrinne hoch? Können wir uns auch nicht vorstellen. Ah, hier ist ein Seil. Oh, das ist ein bisschen heller. Sehr schön. Wobei eine Schule, da gibt es bestimmt wieder so eine Art Hausmeister. Ah, auch nicht so mein Ding. So machen wir das Licht aus. Alter. Okay, also da ist ein Raum dahinter, oder wie? Ja. Was so viel heißt wie? Nichts. Hä, aber warum nimmt die jetzt Sachen mit? Bringt doch nichts. Ah. Bringt doch was. Okay. Alter, was ist das für eine Schule? Ah. Komm, Q, hier. Yeah. Und spring. Ja, wir müssen zeitgleich springen. Jetzt. Zack. Oh Gott. Uff. So, vielleicht doch hier und da mal ein bisschen bremsen. Hilfst du mal mit? Danke. Oh. Oh oh, was höre ich da? Was höre ich da? Da schläft jemand. Alter, was? Was war denn das? Und was ist das? Was zur Hölle? Habe ich das irgendwie... Hä? Ah, da ist noch einer. Habe ich das irgendwie ausgelöst, dass das jetzt so auf mich drauf ging?
Junge? Oh mein Gott! Wie löse ich das aus? Ah. Okay. Hab ich das jetzt echt erwischt? Okay, ja, dann springen wir da halt einfach drüber. Schau, ja, zack. Kenne ich gar nichts. Das ist auch cool, dass der Q das dann gleich nachmacht. Die Q, entschuldigt. Ja, du bist ja eine Ratte. Hör doch auf mit sowas. Wo dann hin? Okay, sie sind halt... Es geht ab. So, hier drüber. Da brauchen wir gar nicht reingehen. Wir gehen hier runter. Da müssen wir wieder springen. Zack. Und was bringt das jetzt? Was mache ich mit dem Affen? Nimm den Affen mit. Kann ich nicht. I don't know. Er macht hier zu. Hör auf, lass doch auf, Mann. Oder lacht. Habt ihr gehört? Der hat mich ausgelacht. Vielleicht muss dieser Ding hier auch runterkommen. Schau, ich löse das jetzt aus. Geh gleich wieder weg. Gehen wir mal hier lang. Ah, da kann man rein. Okay. So, da ist wieder eine Falle. Immer auf dem Boden an. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, wie gut ist das? Okay, passiert das hier auch? Das löst gar nicht aus. Oh mein Gott. Genial, Alter. Genial. Das ist echt gut. Jetzt bleibt stehen da vorne. Nein, Falle, Falle. Ich hab Falle auf. Ah! Oh oh. Alter, denen fehlen die Köpfe. Oh mein Gott, was? Q. Hey, Ratte! Was, hä, hä? Okay, also zu ihm darf ich nicht... Ach, ich hab einen Hammer. Junge, den kriegst du jetzt auf den Kopf. Und peng, Alter. Und peng, Alter. Na, da schau da. Den anderen fehlt doch auch der Kopf, das hat dir doch auch nicht gejuckt. Ja, du kriegst auch gleich eine drauf. Oh, da ist eine Falle. Ich kann ja nur die Falle auslösen. Ah ja, okay, pass auf. Ihm hauen wir den Hammer drauf. Dann lassen wir den Hammer liegen. Lösen die Falle aus. Gehen auf die Seite. Zack. So. Hammer kannst du liegen lassen. Dann hier rüber und dann auf die Seite. Okay. Wieso gehe ich da nicht auf die Seite? Da bücke ich mich. Mein Gott. So, zack, genau, sehr schön. Den haben wir anders ausgenockt. Im Splinter Cell-Stil. Hoch. Das ist halt echt schon Try and Error, gell? Kannst ja fast nicht wissen, was du machen musst. Da brauchen wir einen Schlüssel. Oh, ich höre schon wieder was. Boah, der Sound ist auch heftig in dem Spiel. Oh! Alter, was? Oh mein Gott, ist das creepy. Das ist eine Lehrerin. Oh mein Gott!
Oh mein Gott, was? Auch wenn ich schleiche, merkt sie es. Jetzt bleibe ich mal da hinten, wenn sie... Ja, das sieht sie. Jetzt schreit sie. Nee, sie schreit nicht. Okay, dann muss ich quasi einfach still sitzen bleiben, wenn die sich umdreht. Warten wir lieber mal. Boah, ist die ekelhaft, Alter. Ja, schreib weiter. Warten wir lieber? Ja, wir warten lieber. Ah, wahrscheinlich hätte ich es geschafft. Oh Gott. Boah, dieses Knarzen, das ist so ekelhaft. Und... Da ist da Silber. Oh, da oben ist ein Schlüssel. Keine Ahnung, wofür ich den brauche. Ah, ich bin nicht da. Boah, wie die... Oh. Oh mein Gott, ist die ekelhaft. Boah, ist die ekelhaft. Jetzt muss ich da wieder durch. Steck mal den Schlüssel ein, komm. Okay. Welcher Raum war denn verschlossen? Ich weiß es echt nicht mehr. Oh mein Gott. Bleib doch da drin, Bratan. Aber die Kinder sehen mich doch, sagen die nichts? Ne, die sagen nichts. Boah, ist die ätzend, Alter. Die ist ja so richtig ätzend. Ach du Scheiße. Nein, ich bin, ey! Scheiße. Aber die guckt da ja hin, wo soll ich denn sonst hingehen? Boah. Kann ich die vielleicht irgendwie ablenken? Ja, schau doch mal an, wie ätzend die ist. Da war meine echte Lehrerin ja gar nichts dagegen. Okay, jetzt chillen wir erstmal. Ich könnte da ganz links nochmal hinter den Schrank gehen, vielleicht. Nee, jetzt schaut sie doch wieder her. Oh Gott, du bist so ätzend. Hier. Schnell, schnell rein da. Rein, fahr! Wow. Okay, ich nehme fast an, dass das so geplant war. Da musstest du jetzt wahrscheinlich einfach rennen. Oder ich habe es falsch gemacht. Sei es drum. Geschafft ist geschafft. Oh, wer bist du? Ups. Fertig? Danke. Ey, der Teil ist so viel creepier als der erste. Toll, da muss ich irgendwas draufwerfen. Nein, nicht das Rohr, oder? Das geht nicht. Oh mein Gott! Scheiße.
hasse dieses Game, mach mich fertig. Heb das auf jetzt! Wie soll ich ihn das Rohr da jetzt kriegen, bitte? Er schleichen bringt da auch nichts. Muss er dann vor ihn, das kriegt er mit. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay, dann nochmal loslassen und nochmal laufen. Ja, mein Gott, machen wir es halt so. Ich bin so ungeduldig. Ich mache immer den zweiten vom ersten Schritt. So. Du fällst jetzt hin. Wir nehmen das Teil hier. Wir ziehen es ein Stück und jetzt rennen wir. Ne, es geht nicht. Ne, ich muss schon mit dem Ding weg. Das war schon richtig, das ist der erste Versuch. Alter, vergiss es doch. Hör doch auf, also. Alter, besser geht das nicht. Ja, Gott sei Dank, okay. So. Ich würde den Typen gern verprügeln. Barmherzige Tat. Ach, weil ich hätte ihn wahrscheinlich sogar umhauen können, oder? Ich mach sowas nicht. Das ist ein unschuldiges, kleines Jüngerle. Ja, wer weiß, was der da durchgemacht hat. Ja, geht's noch lauter. Oh Gott, da unten ist sie schon wieder. Jetzt kommt gleich wieder der Kopf hoch, oder? Nee. Das hat die echt nicht mitbekommen. Aber das bekommt sie mit. Rein da. Scheiße. Ey, da ist der Hausmeister aus dem ersten Teil nichts dagegen. Die ist viel schlimmer. Finde ich. Was, das hat sie auch gehört? Wie lange ist denn der ihr Kopf? Wir werden es nie erfahren. Und rein in die Olga. Erstmal raffen, wo du hin musst. Aber das ist, glaube ich, schon mal nicht verkehrt. Ach, die kann ich auch verschieben, die Leiter. Oder? Nö. Nö? Doch. Weiß ja gar nicht, ob ich da hoch muss. Aber warum sollte man sonst die Leiter verschieben können? Das macht schon Sinn. Oh mein Gott, lauf! Hat die mich? Die hat mich gegessen. Die hat mich einfach aufgenommen und... aber die fallen auf jeden Fall um, da kann ich nichts dagegen machen, gell? Ja. Digga. Muss ich vielleicht nach oben? Man konnte doch sliden im alten Teil, gell? Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Was halt auch eine Idee gewesen wäre, also nach oben geht nicht mehr. Ich muss schon da rein. Dass ich nochmal gehe.
Ich schmeiß die Bücher um und spring nochmal runter. Probieren wir das mal. Das ist sicher nicht der richtige Weg, aber... Ja, schau, jetzt kommt die gar nicht. Okay, also die kommt jetzt wahrscheinlich trotzdem, weil das so sein muss. Alter, ich flippe aus. Ich muss schauen, ob man irgendwie sliden kann. Ich habe irgendwie im Kopf, dass das ging. Ja, du bist jetzt nicht tot, weil du dann 2 Zentimeter runtergefallen bist. Ne, der kann nicht sliden. Doch, hä? Warum geht's jetzt? Okay, ja, dann machen wir es so. Das ist ein bisschen blöd, weil ich drücke das mit dem kleinen Zeigefinger und dann gehe ich ja von der Sprint-Taste runter. Und dann sprinte ich quasi nicht mehr und kann dadurch nicht mehr sliden. Ja, so geht's schon. Das ist blöd. Da bräuchte ich eine andere Taste dafür. Warte mal, bis die weg ist. Okay, die bleibt da. Boah, sie widert mich so an. Ohne Witz. Boah, wie die mich anwidert. Sie ist so eklig. Oh Gott. Ja, es ist niemand da. Ist gut jetzt. Jetzt kommt die schon wieder. Die Alte will mich doch langweilen. Boah, ist das ein Stress, Junge. Okay, da muss ich nicht hin. Ja, aber ich gehe doch jetzt nicht da rein. Gehe ich auch nicht. Dann gehen wir mal hoch. Kann ich auch nicht. Hier lang. Hä, was wollt ihr denn jetzt von mir? Kann ich das ziehen? Okay, und das zum Türgriff. Aber warum sollte ich da reingehen? Ich will da nicht rein. Weil die das auch nicht mitkriegt, weißt? Okay, sie ist nicht da. Angenehm. Der Raum gefällt mir mal überhaupt nicht. Ich will auch nicht, dass es in zu viele Richtungen geht. Ich mag das bei Spielen nicht. Also Rätsel gerne, aber nicht in zig Räumen oder so. Das ist... nicht so mein Stuff, lieber so Apes Old World, falls das irgendjemand kennt. Das ist so mein Ding. Oh, wer bist du jetzt? Alles gut? Da geht's nicht weiter. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Hops. Will ich das zusammenbauen? Komm hoch da. Und Sprung. Mein Gott. Da ist jetzt safe wieder, oder? Wunderbar. Wer ist denn er wieder? Der ist da angebunden. Tot? Glaube ich. Muss ich da jetzt die ganzen Figuren zusammenbauen?
Ah, okay. Die Frage, wo ich die ganzen Figuren herkriege. Nein, nimm das bitte mit. Dankeschön. So, der ist auf jeden Fall richtig. Und dann kann ich da hochspringen und den König holen. Oder? Nee, kann ich nicht. Wie komme ich jetzt da hoch? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Nein, das stimmt schon. Lass das da dran. Hey? Hey? Nein, nicht auf dem Boden. Was tust du denn? Lass das da drauf. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Okay, also hier geht's nicht weiter. Unten geht's ja auch nicht weiter. Aber ich kann noch... Ah, ich hab's. Okay. Dumm. Dumm, dumm. Genau. Wir können ja den hier nehmen. Dann packen wir den da drauf, springen darüber, holen uns den König. Und ja, darum können wir das Ding auch wieder runter machen. Oder? Genau, hoch. Hoch. König nehmen. Zack, weg damit. Der muss ich gucken, wo er hingehört, weiß ich nicht. Der gehört hier drauf. So. Der König gehört da vorne. Okay. Also der König gehört hierher. Und das rechte ist der Turm. So, das jetzt. Den Schrank kann man verschieben, glaube ich. Oder? Der hat Rollen. Aber nicht so. Von der anderen Seite. Nee, auch nicht. Ist der Junge da tot jetzt, oder was? Anscheinend. Was hat das Licht jetzt gebracht? Es schaut so aus, als würde hinter dem Schrank Licht brennen. Da ist ja auch... Da sind Rollen dran an dem Schrank. Aber ich kann das nicht verschieben. Ey, Alter, ist jetzt vielleicht irgendwo ein Schlüssel gespawnt oder irgendwas? Das muss doch was gebracht haben. Kann nicht sein, dass da jetzt nur das Licht angegangen ist. Aha. Okay. Und das hat die Lehrerin jetzt nicht gehört, oder was? War ja nicht gerade leise. Tod. Ernsthaft. Zerrinder? Schlüsselrinne? Warum die Schlüssellöcher auch immer da unten sind, keine Ahnung. Oh, eine Rutschbahn. Oh, ne. Oh Gott, eine Küche ist halt auch nicht so geil. Sag ich dir, wie es ist. Und die Geräusche sind auch nicht geil. Nein, nicht. Hoch. Zack. Der hat aber auch ein Glück, dass hier überall Leitern und was weiß ich was rumstehen. Beziehungsweise was er halt als Leiter benutzen kann. Oh! Batz! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hä? Wow! Alter, was geht hier ab? Was machen die da alle? Der pisst da oben in die Suppe rein. Ja, aber hier unten rein bringt mir ja gar nichts. Ah, ne, der kommt da nicht rein.
Ja toll, was mache ich jetzt? Ja. Okay, dann erschlage ich den Typen nicht. Lassen wir ihn in Ruhe. Aber der sieht mich doch, wenn ich jetzt dann vorbeigehe. Das geht ja auch nicht. Oder? Ja, klar. Meine super tolle Community hat mir Tipps gegeben. Und zwar, was ich eigentlich schon versucht habe. Anscheinend habe ich es falsch gemacht. Wir bouncen erst den Bray da unten und dann schnappen wir uns den da hinten auf dem Ofen. Und ja, man kann mehreren den Kopf einschlagen. Hat letztes Mal nicht geklappt, wir probieren es jetzt. So, erst er hier. Voll verkackt. Voll verkackt. Da müssen wir schleichen. So, und dann kam der andere angerannt. Und da habe ich eigentlich auch gleich durchgezogen. Da! Das geht nicht. Ich kann schauen, dass er noch ein bisschen näher rankommt, aber... Ja gut, aber es haben mehrere Leute gesagt, es muss so gehen. Ich stelle mich halt dann anscheinend einfach an. Ah, jawohl, was? Okay, zu langsam. Okay, aber es geht. Es geht. Und dann kann man anscheinend von einem von denen den Kopf anziehen und durch diese Meute da rechts durch, ohne dass es jemand mitkriegt. Zack. 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 Jetzt kommt er noch. Zack. Perfekt. Hä? Wusste ich doch. Oh mein Gott, Paperboy ohne Hut. Okay. Und jetzt dürfte ich da rechts, wo ganz viele stehen, halt nicht mehr auffallen. Ja, wunderbar. Ich würde das Teil... Hey, Alter, bleib cool. Ich würde das Ding halt einfach das ganze restliche Spiel auflassen und einfach durchgehen. System gedribbelt. Boah, ist das alles ekelhaft. Ha! Wow! Das hätte mir bestimmt den Kopf kaputt gemacht und dann hätten die da, wären die auf mich losgegangen. Aber... Ich Fuchs, hab die Gefahr erkannt und die Gefahr gebannt. Oh, was machen sie mit der? Einfach erwürgt. Wie viele das auch sind. Da geht's dazu wie Sau. So, hier durch und dann haben wir Ruhe, oder? Gott sei Dank, da ist ein Papierdecke dabei. Warum hat er den überhaupt an? Okay, wir können... Da ist ein Knopf. Können wir da einfach so eine Scherbe hinschmeißen? Nee. Ja, wir müssen bestimmt da hoch. Das ist schon so nach... Schaut schon so nach Hochspringen aus, gell? Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Achso, hier lang. Und? Achso, zu dem Seil komme ich nicht. Jetzt komme ich zu dem Seil. Was ist das eigentlich? Was sind das eigentlich für hohe Räume? Ja! Oi. Glas nicht umschmeißen? Das Glas muss ich umschmeißen, es geht gar nicht anders. Ah. Ach so, das Glas brauche ich. Das schmeiße ich quasi an die Tür, oder wie? Okay, na dann. Runter damit. Ja. Boah, jetzt muss ich das Gehirn dahin schmeißen. Was ist denn mit diesem Spiel, Alter? Das ist viel schlimmer, als es sein müsste.
Oh nein, da ist sie wieder. Oh, ich habe keinen Bock auf die Alte. Echt. Die widert mich so an. Bestimmt da unten rein, oder? Wenn sie dann wieder drüben steht, gehen wir weiter. Das ist der Plan. Grüß dich. Oh, die geht nicht rüber. Haha. Ha. Ah, ja, jetzt los. Scheiße. Wahrscheinlich schon verkackt, oder? Kommt die jetzt wieder oder nicht? Ich weiß nicht. Soll ich? Ah, ja, komm, geh mal rein. Was ist das da hinten? Ist das ein Mann ohne Kopf, oder? Nein, ich muss hoch auf den Tisch. Ich sehe die Alte nicht. Ich kann da gar nicht hochspringen. Ich muss ganz hoch, also wo die Gläser stehen. Hä, aber dann sieht die mich. Ich muss... Ja, aber ich muss nicht hier hoch. Nee, nee, nee. Ich glaube, dass ich hoch auf den Schrank muss. Weil... Und dann hinter den Gläsern quasi so durch. Aber ich kann ja gar nicht so hoch springen. Und dann von dem Tisch aus durch das Fenster springen. Durch die Tür kann ich nicht, gell? Jetzt hat sich's erledigt. Na, ah, da kommt ihr hässlicher Scheißkopf. Ah. Ach Gott, widerlich. Okay, ist falsch. Sehe ich ein. Die hört mich auch, oder? Also wenn ich nicht schleiche, hört die mich. Ja, also wenn sie das nicht sieht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich meine, vielleicht bleibt die da. Ah, die bleibt da nicht. Ah, scheiße. Du musst doch schneller gehen, Bratan. Boah! Ach Gott, bist du widerwärtig, Alte. Okay, aber das geht, weil die ist ja davor gar nicht weggegangen. Also wenn die jetzt weggeht, ist das ja anscheinend der richtige Weg. Ich muss aber erst da nochmal hin. Hierher. Und von da dann. Weiter. So, jetzt chillen wir erstmal wieder, oder? Oder? Ja, okay. Na, komm! Oh Gott, ja. Scheiße. Oh, sie ist so räudig, Alter. Sie ist so ekelhaft. Scheiße, die nimmt mich voll mit. Die nimmt mich voll mit. Da war der mit den langen Armen, dieser Hausmeister, war nicht so schlimm. So. Da beim Rübergehen hat sie mich jetzt gecatcht. Also warten. Jetzt guckt sie halt weg. Okay. Weiter. Scheiße, okay. Okay, wunderbar. Da hoch? Ja, wunderbar. Wie haben wir das gemacht? Ha? Da bist du stappert. Rein da. So. Und in. Ja, so sicher, wie man jetzt da sein kann, ne?
Nein, ein Hammer. Ein Hammer ist nie gut. Okay. Warte, kann man das auslösen und weg? Wunderbar, sehr schön. Na, ah, scheiße, wir brauchen den Hammer noch länger. Da kommen noch mehr. Nein! Ah. Hey, die sind echt schwer zu treffen. Du musst quasi warten, bis sie sehr nah da sind, aber dann hast du ein echt kurzes Zeitfenster, um die hops zu nehmen. Du musst, wenn sie anfangen zu springen, dann musst du zuschlagen und dann springen sie quasi in deinen Schlag rein. Aber es ist, das ist nicht viel Zeit, ohne Witz. Neuer Versuch. Falle, weg. Hammer. Zack. So, jetzt warten wir auf die nächste Ische. Kommt angerannt. Zack. Peng. Nehmen wir einen Hammer mal mit. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Oh, wie der mit dem Hammer da hier den Weg entlang läuft. Nein! Ach komm, Alter! Oh, man steht hier. Das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Steh auf, Paperboy. So. Jetzt da den Anfang nochmal machen, hätte ich jetzt keinen Bock gehabt. So, wunderbar. Hammer nehmen wir immer noch mit, weil da kommen noch mehr. Da steht schon einer. Ey, ich hau immer zu früh. Wenn sie angreifen, zuschlagen. Meine Güte, was verstehe ich denn da nicht? Und zu spät. Boah, das war eine Tausendstel Sekunde. So, speichert. Ich habe gespeichert. Da war eine Falle, ich hab die gar nicht gesehen. Ja gut, dann kann ich damit Hammer gar... Ja doch, kann ich schon drüber, aber... Den Hammer werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Okay. Dann holen wir mal unseren Hammer. Anscheinend brauchen wir den doch. Ich will die halt jetzt nicht alle totknüppeln. Ach, das da oben ist ja Q. Das glaubt dir doch kein Mensch. Hä, wo ist mein Hammer? Brauche ich den gar nicht. So hat er den nicht mehr in der Hand. Das sieht ja aus, als würde ich den da gar nicht brauchen. Aber klar brauche ich den. Ich muss ja auch das hier kaputt hauen. Oh, Entschuldigung, Kyo. Alles gut? Alles fit? Kyo? Dem geht's gut. Keine Sorge. Ja, yeah, Entschuldigung. Komm, Kyo, wir gehen. Oh mein Gott, Schule fertig? Ich will von dieser Lehrerin weg. Unbedingt will ich von dieser Lehrerin weg. Schaut gut aus. Sag mal ein Klavier. Q, komm.
Komm, wir klettern da hoch, Q. Wir klettern nicht da hoch. Entschuldige, Q, hab dich ausgetrickst. Doch, Q, wir klettern da hoch. Es geht sonst nicht weiter. Komm mit. Ach, da ist eine Kurbel. Guck. Q, geh weg. Ich muss kurbeln. Ach so, ja, aber sollte da nicht jemand drauf... Ah, nee, ich lasse das dann einfach runterfallen oder so, oder? Wahrscheinlich. Das fällt gleich von allein. Wieso geht er jetzt hoch? Es geht jetzt nicht darum, dass das Seil jetzt gespannt ist, oder? Ah. Okay. Alter. Ja, hat wahrscheinlich keiner mitbekommen. War ja ganz leise. So, Röber leitest mich da hoch. Ich danke. Wer ist jetzt das? Wer bist du? Hey, ich hab nix. Nein, da ist... Da liegt eine... Boink. Die müssen wir wahrscheinlich aufheben. Aber die sieht mich doch. Wenn ich da jetzt um die rumschleiche, das kriegt die mit. Oder nicht? Muss ich hier oben vielleicht kurz... Ah, nee, schau, ich kann dahinter, hinter der rum. Dann nehmen wir die... Ah! Ehrenmann. Ehrenfrau. Zack. Kopf eingeschlagen. Hier ist der Schlüssel. Wie komme ich jetzt wieder rein? Hilfst du mit? Ja. Hau ruck. Wunderbar. So, weiter geht's. Komm, Q. Hallo? Und das? Nein, wieder so einer. Himmel, Herrgott, ich will nicht kämpfen in dem Spiel. Echt? Also auch wenn es nur einmal so zuschlagen ist, das ist nicht so mein Ding. Was machten sie jetzt? Alter! Oh mein Gott! Q, was ist mit dir? Scheiße, die ist voll die Psychokillerin geworden. Nein, du sollst da hochspringen. Ach so. Oh mein Gott, also Q, das hätte ich von dir nicht gedacht. Ich sehe dich jetzt mit anderen Augen, du Psychopathin. Ich will gar nicht wissen, wer da jetzt Klavier spielt, echt. Es ist auf jeden Fall mega gruselig, wenn man irgendjemanden nicht sieht und bloß so Klavier spielen hört. Das Spiel ist creepy. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Ich sag's wieder. Kein Vergleich zu Teil 1. Teil 1 war nicht mal ansatzweise so creepy. Wenn dann noch ein dritter Teil rauskommt, wird das so ein richtiges Horrorgame. Das sage ich dir. Q, Räuberleiter. Danke. Ups. Mal, Q, stell dich an, komm. Leute killen kannst du, gell? Aber irgendjemanden irgendwo hochwerfen, da scheitert's dann. Hallo? Ach so. Hä, du hättest... Ich wollte nicht, dass du die Kiste da hinschiebst, und dann, aber ja. Wie leicht das jetzt aufging, das kriegt er nicht allein gebacken. Boah, wir werden gleich rausfinden, wer da Klavier spielt. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Keine Ahnung. Oh, die Lehrerin! Nein!
will die nicht mehr sehen. Aber ich glaube, jemand anderes wäre jetzt auch nicht besser gewesen. Okay, ich muss jetzt das Ding da runterkurbeln, darf ich aber nur, während sie spielt. Und das sieht sie nicht. Kann mir doch keiner erzählen. Ich will mich nicht beschweren. Nein, jetzt muss ich den Wagen da noch rüberschieben. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, warten. Schieben. Alter, weil die das nicht mitkriegt. Okay, warten. Und Sprung. Rüber. Komm, Q. Weiter geht's, komm. Raus da. Oh, Vorsicht. Ah! Oh mein Gott, sie ist so ekelhaft. Scheiße, das ist so ekelhaft. Lauf! Oh mein Gott, was? Das ist so ätzend. Genau, dann hoffen wir mal, dass es das jetzt war mit der Tante. Ich habe auf die eigentlich keinen Bock mehr, aber es wird ja nicht besser. Ist ja nicht so, dass wir es jetzt durch haben. Ich weiß nicht, was für Schurken da noch kommen. Ich gehe aber davon aus, dass es unangenehm bleibt. Einen im ersten, den Hausmeister? Den Koch? Ach, aber schaut euch die Schlucht an. Ich glaube, das war's mit der Lehrerin. Ich hoffe es zumindest. So, komm, Kio. Put. Dollar. Es hat alle Menschen hat's aufgelöst, gell? Ganz eigenartig. Okay, da kann man hoch. Kann man aber auch wieder verschieben. Ah ja. Aber wir schieben das jetzt erstmal nach vorne, dass der Deckel zuklappt. Ich bin ein Fuchs. Jetzt schieben wir es darüber. Weiter geht nicht. Hoch da. Und. Boah. War voll unrealistisch. Komm, Q. Sehr gut. Braver Mann. Brave Frau. Was passiert, wenn ich da unter dem Wasserfall stehe? Gar nichts. Oh mein Gott. Ein Boot. Kann das wegschwimmen, wenn wir das irgendwo hin tun? Nee. Komm, Q. Und da geht's wieder in ein Haus rein. Nein, ich bin so ungern in Häusern drin. Oh!
mein Gott! Kyushu! Das ändert alles. Da kommen Erinnerungen hoch. Achso. Okay, wir sind in einem Kaufhaus, nehme ich an. Weiß nicht, wie ich das finde. Weiß nicht, muss das? Wir waren in dem Kaufhaus, war nur ganz kurz. Macht euch keinen Stress. Ich muss das umschmeißen, irgendwie. Jo, hilf mir. Da hoch? Geht auch nicht. Ach so, wieder Räuberleiter. Ja, Räuberleiter mich. Und hab... Boah. Du springst jetzt nicht von da runter, oder? Ui. Das konnte man nämlich anders nicht umschmeißen. Das musste man von der Seite machen. Das verstehe ich. Und hab... Ach, das ist so entspannt, wenn es keinen Gegner gibt. Kann das nicht so bleiben? Einfach so chillig durch eine Stadt spazieren. Muss doch nicht immer irgendwie Stress sein, oder? Braucht man doch nicht. Einfach so ein entspannter Walking Simulator. Wieso geht man denn da überhaupt rein? Es ist jetzt aber nicht wieder die Schule, oder? Da unten stand gerade gut unterrichtet. Ach so, wahrscheinlich, weil ich die Schule abgeschlossen habe. Das sieht nach Krankenhaus aus. Krankenhaus ist auch eher so semi-geil. Ein Krankenhaus ist schon so ein bisschen gruselig, wenn das nicht in dieser Welt spielt. Da hockt jemand? Nicht gut? Gar nicht gut? Mkyo? Die machen aber auch, wo sie hingehen, einen Krach. Das kannst du keinem erzählen. Oh, wie sich das Seil halt keinen Millimeter bewegt und dahin schmeißen. What the fuck ist denn hier passiert? Ja, diese Story, die interessiert mich halt schon so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird trotzdem nicht so aufgeklärt. Das war beim ersten schon so. Ich meine, du warst halt dann da auf diesen... Ja, ich will nicht spoilern, aber es hat halt trotzdem irgendwie nicht so wirklich alles erklärt. Was ist das? Kann ich da was machen? Ja, einfach mal eine Sicherung mitgenommen. Da kommt bestimmt ein Aufzug, wo wir die brauchen, und zwar hier. Oh, kann ich da? Wo geht's denn? Okay. Oh, nein! Ach, das kann man aufmachen. Schnell, Q! Knappe Geschichte. Kann man hier was machen? Nee. Oh, Taschenlampen sind ja auch extrem widerlich. Nutzung der Taschenlampe E drücken. Oh Gott, da siehst du ja nix. Da siehst du ja nichts. Blut am Boden. Oh. Das Spiel macht mich fertig. Komm, Q.
Nur da rein? Ich sehe nichts. Achso, den Spielwagen brauche ich, oder wie? Oh! Den kann ich nicht bewegen. Liegt halt einfach ein Bein drin. Wo müssen wir hin, Q? Mach mal eine Ansage. Ach so. Dachte, das ist ein Schrank. Da kann das Spiel natürlich nichts für, wenn ich nur ein bisschen hohl bin. Ich dachte, da geht jetzt jemand vorbei, aber... Nein, das ist so. Okay, wir müssen davor. Da kommen bestimmt Dinger, da muss ich dann die Taschenlampe ausmachen oder so. Ah. Ziemlich sicher. Nee. Oh, ich dachte, da sitzt jemand. Ja, da brauchen wir. Was brauchen wir? Müssen wir wieder irgendwas hinschmeißen, oder? Ja, wir holen uns hier eine Dose. Vielleicht. Na? Und die feuern wir jetzt einfach dahin? So einfach ist das. Aber so ein Gittertor ist halt. So ein Gittertor ist halt immer irgendwie nicht so geil, weil, warum? Ach, das sind keine Menschen. Boah, ich dachte, das wäre ein echter Mensch. Soll ich da wieder hingehen? Letztes Mal musste ich hingehen. Das war wieder falsch. Ich check das immer nicht. Jetzt. Du musst da irgendwie mit WASD, aber... Komisch, weiß nicht. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, auf einmal geht's dann. Irgendwas hat es auf jeden Fall mit dieser Tür auf sich. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass es im Grunde genommen darum geht, dass Fernseher und diese ganzen Medien uns aussaugen. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob so ein Spiel so eine tiefgründige Problematik unserer Gesellschaft offenbaren möchte. Aber es ist halt, die Leute sind halt wie ausgesaugt. Ja? Überall liegen leere Klamotten rum und dann diese Fernsehgeschichten. I don't know. Wir spielen den Bums einfach durch, würde ich sagen, und dann sind wir schlauer. So schaut das aus. Boah, da geht's auch schon wieder in 100.000 Richtungen, das mag ich doch nicht. Das zum Röntgen, oder? Wollen wir uns mal röntgen, Q? Sehr geil. Ja, sind halt doch noch Kinder, gell? Wollen halt auch ein bisschen Spaß haben, die zwei. Tier ab. Mal, das Pferd mitnehmen. Tut mir so leid. Soll ich auch was mitnehmen? Brauchen wir was? Was machen wir damit? Wenn wir es röntgen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Der Röntgen-Ding wird doch nicht nur zum Spaß darstellen. Schau, da ist was drin. Was ist das? Hä, was war da drin?
Weil wieso lässt du das einfach fallen? Juhu, sag einmal. Brauchen wir vielleicht? Glaube ich vielleicht, weiß nicht. Okay, wir brauchen zwei Sicherungen, die müssen wir finden. Das ist schon mal klar. Da ist ein Schloss. Ansonsten kommt da nichts. Dann gehen wir links rum. Alter, ich bin mir im ersten Moment, weiß ich halt immer nicht, ob das Puppen sind oder nicht, gell? Nein! Okay, da brauchen wir auch eine Sicherung. Also wir brauchen drei Sicherungen und einen Schlüssel. Ansonsten können wir hier oben gar nichts machen. Interessant. Wo geht's denn dann hin? Ich stell das jetzt auch mal hin. Wir haben hier einen Aufzug. Können wir mit dem fahren? Ah ja, okay. Nach unten. Hat mir da oben eigentlich recht gut gefallen, weil es so schön hell war. Aber gut, dann gehen wir nochmal runter. Da haben wir irgendwie einen Haken. Ach, das ist die Leichenhalle. Ach, komm. Hey. Okay, passt auf. Den Esel da rein. Da ist ja irgendwas drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach die Elektronik halt von diesem Tier ist, weil es kann ja was, es bewegt sich ja. Oder ich glaube, ich muss die Spielsachen röntgen. Muss schauen, wo Sicherungen drin sind. Und dann gehen wir runter in den Ofen. Verbrennen das Zeug, sodass nur die Sicherungen übrig bleiben. Das ist jetzt zwar sehr weit hergeholt, aber wir haben hier, schau, so drei so riesen Kuscheltiere. Die kannst du halt auch gut röntgen, weil die kleinen Sachen kannst du nicht so gut röntgen, weil die dann hinter dieser Metallschiene liegen. Also die großen Sachen kannst du gut röntgen und die sind wahrscheinlich nicht zum Spaß so groß. Ist daher? Ja, der bleibt auch so auf. Ja, das stimmt schon, okay. Ist in der Ente eine drin? Will er mir das damit sagen? So. Der ist es nicht. Dann schmeißen wir mal da hinten hin. Nehmen wir uns den nächsten. Die Ente nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit runter, glaube ich. Komm, hock dich dahin, du blöder Bär. Da ist doch auch nichts drin, oder? Ja, in der Ente, das habe ich gesehen, Q. Ist alles gut. Du musst es mir nicht 14 Mal zeigen. Ich war mir halt sicher, dass es diese blöden Kuscheltiere sind, aber einer ist noch da. Anscheinend ja nicht. Ich brauche jetzt aber erstmal eine Sicherung, weil dann können wir die linke Tür aufmachen. Kann sein, dass wir da dann die anderen beiden Sicherungen kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Geschichte, die ich jetzt dann gleich vorhabe, ich weiß ja nicht, ob es klappt, dass ich die dreimal machen muss. Ah, da ist ein Schlüssel. Ah, da ist ein Schlüssel drin. Okay, sehr gut. Ich kann die dann auch nochmal hochheben und röntgen. Und da bei ihr ist doch eine Sicherung drin, oder? Ziemlich sicher. Kennt man halt schlecht. An dem anderen Spielzeug war auch noch irgendwas drin. Naja, aber ich kann es jetzt nicht holen. Okay, machen wir das erstmal mit den beiden Spielsachen. Schauen wir mal, ob es überhaupt geht. Und wenn es funktioniert, können wir die andere Ente ja auch noch runterbringen. Keine Ahnung. So, hier rüber. Und drin in den Ofen. Na, geh doch da nicht rein, Alter. So, du schmeißt es auch rein? Genau. Zack. So, und drin liegen sollte jetzt ein Schlüssel und eine Sicherung, oder? Also ein Schlüssel auf jeden Fall.
Eine Sicherung nicht. Eine Sicherung nicht, okay. Gut. Wäre natürlich, also in echt würde ich jetzt sagen, eine Sicherung würde da drin halt wahrscheinlich auch kaputt gehen. Aber jetzt im Spiel nicht zugetraut, dass es so weit. Ist ja jetzt nicht realistisch, ne? Sorry, dass ich so rote Augen habe und mir andauernd die Augen reibe, aber ich habe neue Kontaktlinsen drin und die sind anscheinend nicht so die besten für meine Äuglein. So, Aufsperre. Zack. Bin da. Okay. Mal wieder massivst widerwärtig alles. Da ist anscheinend operiert, keine Ahnung. Q, wie schaut's aus? Er hilft doch mit, Q! Will er nicht. Dann müssen wir da auch nicht rein. Da hoch müssen wir. Ah, okay. Da ist jetzt jemand, oder? Nee. Nee, nee. Alles gut. Okay, lecker. Alter, da ist jetzt der Arm rumgekrochen. Ach du Sch... Wo ist ein Q eigentlich? Kommt der nicht mit? Nein! Oh mein Gott. Okay, schleichen. Nein, schleichen bringt nichts. Einmal ausweichen, der springt vorbei, das hat geklappt und dann weglaufen. Was anderes... So, genau. Und hoch. Kann er, ach, da kann er nicht hoch, oder wie? Aber unten ruhig kann er. Oh, das kann er. Da kann er rein. Okay. Ja, da kann er ja auch rein. Scheiße. Ja, klar. Klar, klar. Schnell, 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 schnell. Rein da. Schnell, 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 schnell. Er kommt halt auch. Der verfolgt mich. Er verfolgt mich nicht weiter. Okay. Gut. Oh, oh. Okay, das geht nicht. Jetzt ist der da oben im Schacht, oder? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ja, da kann er wieder nicht hoch. Aber hier kann er wieder hin. Ach du Scheiße. Eine Sicherung. Die muss ich jetzt nicht die ganze Zeit tragen, oder? Doch, muss ich. Doch, muss ich. Zurück kann ich ja gar nicht. Zurück kann ich nicht. Ah, ich sehe nichts. Wo ist die Sicherung? Die liegt da noch. Scheiße.
die Sicherung, Alter. Da. Nimm sie doch! Nimm jetzt die Scheißsicherung. So. So, ich würde sagen, die machen wir an die linke Tür, weil hier brauchen wir ja zwei. Das bringt uns also nicht viel. Links können wir dann gleich komplett rein. Zack, rein in die Olga, O4 die Tür, rein da. Oh, da fehlt auch wieder eine Sicherung. Oh, das ist... Okay. Im Stuhl. Und der... dieser Schwamm. Ich weiß nicht, ob ihr Green Mile gesehen habt. Wenn jemand auf dem Stromstuhl sitzt, dann legt man ihm diesen Eimer... diesen nassen Lappen auf den Kopf, weil es den Strom besser leitet. Okay, das ist eine Puppe. Mach doch nicht den hier. Bleibt es auch eine Puppe? Der Raum ist komisch. Hier geht's den Schalter um. Es bleibt keine Puppe. Die versperrt ja auch den Weg. Ach. Das war vorhersehbar. Nein! Oh, wow! Alter, das ist kein Kinderspiel mehr. Kann ich da irgendwie... Okay, kann ich mich da hinten verstecken? Nee. Ja, das sieht wieder so nach einer Ausweichengeschichte aus. Das Teil rennt auf mich zu und ich muss irgendwie ausweichen, oder? Weiß es nicht. Ah, ja, stimmt. Ich habe eine Taschenlampe. Stimmt. Nein! Ah. Okay, aber ja, so geht's. Also ich muss ihn quasi Stück für Stück... von dieser Tür weglocken, anleuchten, damit er stehen bleibt. Und dann halt vorbei. Räudig. Richtig räudig. Okay, jetzt komm her. Komm her. Ja, da, und dann hört er auf, ihn anzuhören. Ich kann das doch nicht steuern. Sobald ich weglaufen muss, macht der ja auch die Taschenlampe weg. Das geht gar nicht anders. Okay, dann muss ich ihn anleuchten, wenn er noch weiter weg ist. Was leuchtet er ihn nicht an? Auch nicht. Dann machen wir das irgendwie, wenn er so in der Mitte vom Raum ist. Das Problem ist, ich leuchte ihn nicht mehr an und er kann mich halt instant schnappen. Weil ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, da bleibt er stecken. Okay, aber das reicht dann. Also sowas brauche ich nicht nochmal. War lustig, wir haben gelacht, alles cool. Dann ist auch gut. Da stehen sehr viele von denen. Der da vorne, der gefällt mir gar nicht. Okay. Es ist halt kein Spiel, was sich irgendwie mit Gegnern erschlägt oder so.
Hier und da kommt mal einer. So flackert. Mann, ich kann nicht weg. Ich kann nicht. Ah, das ist nix. Das, nee. Nee. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Dann weißt du nicht wohin. Oh Mann, jetzt hört's doch auf mit der Scheiße. Ja, oder? Ey, du kommst da. Du siehst nix. Diese Taschenlampe lässt sich nicht steuern. Das ist doch Bullshit. Das. Jetzt bin ich auch noch hier. Das heißt, die ersten beiden auch nochmal. Und das mit dem Sliden funktioniert halt auch null, weil ich mit der Taste, wo ich slide, mein kleiner Finger, Shift gedrückt halten muss. Heißt, ich muss von Shift runter auf Steuerung, um zu sliden. Sobald du von Shift runter gehst, hört der aber auf zu laufen und slidet nicht mehr. Das haben sie echt schlau gelöst. Ich weiß nicht, könnte mal in der Steuerung schauen, ob es eine andere Taste gibt für Sliden, aber das ist dumm. Okay. Ja, egal, ist jetzt so. Also jetzt hier durchrun. Probiere ich mal, dass man wirklich einfach mit Speed durch. Und dann weiß ich halt auch gar nicht, wohin. Ach so. Mich gar nicht erwischt. Also das mit dem Sliden, wie gesagt, das ist grenzwertig dämlich. Es geht, aber ich muss jetzt quasi mit meiner Hand dann mit dem Daumen... Ey, es muss dir doch auffallen, oder? Als Entwickler. Dass sich das nicht gut spielen lässt, so. Wuff. Okay, 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 okay. Uncool. Uncoole Stelle. Diese Puppen erinnern mich extrem an Silent Hill. Da liegen auch schon wieder so Puppenarme rum. Hey Leute, zieht es jetzt bitte nicht durch, okay? Das war witzig. Aha, wir haben gelacht. Und gut ist. Das müssen wir jetzt nicht beibehalten. Ah, ah Scheiße. Digga, was ist mit dem Spiel los? Ich muss halt gucken, wo wahrscheinlich, wo auf ist. Da ist auf. Hier sind beide auf. Hier auf, auf, auf. Hier ist unten auf. Ach, scheiße. Weg. Aber ja, da wo die Klappen quasi offen sind, da kommen die Hände raus. Ich halt einfach links, rechts. An einer Stelle sind beide offen. Aber da bin ich, glaube ich, also hier, da bin ich schon vorbei, wenn die Hände kommen. Okay, also jetzt hier rüber. Wieder darüber. Wieder. Schau, da sind wieder zwei. Jetzt probieren wir echt mal straight auf der Linie. Vielleicht geht das. Lass mal uns wirklich auf dem Streifen da in der Mitte halten. Und mittiger geht nicht. Ja, okay. Keine Ahnung. Wenn da von beiden Seiten Hände kommen. Keine Ahnung. Ah, hä? Das ist eine Säge. Muss ich gar nicht den Gang runter, das kann natürlich sein. Ich hätte jetzt überlegt, dass ich vielleicht irgendwie so einen Puppenarm mitnehmen muss. Da meinen die vielleicht, dass ich einer von ihnen bin oder so.
Oh, das ist wieder so. TV-Boy. Okay. Rein da. Nicht rein da. Nee, nee, nee. Springt da nicht rein, Leute. Springt nicht einfach in irgendwelche Löcher, wo ihr nicht wisst, was drin ist. So, dann nehmen wir... Schade, ich kann den nicht hochheben. Ich dachte, wenn ich jetzt so einen Arm dabei habe, vielleicht, dann meinen die, dass ich einer von denen bin und packen mich nicht. So, Dawn of the Dead Style irgendwie. Die Säge finde ich komisch, ich kann die nicht nehmen. Aber was ist denn das für ein Raum? Was soll das bedeuten? Sind diese Fernsehtypen da irgendwie so Art Collectibles irgendwie, die man sammeln kann? Okay, cool. Ja gut, hier muss ich nicht hin. Ich muss den Flur runter. Keine Ahnung wie, weiß ich nicht. Also durchrennen ist das Einzige, was mir einfällt. Einfach mit Topspeed da durch und hoffen. Was willst du machen? Ja, mein Gott. Kann so einfach sein, gell? Sheesh. Nein, der kriecht ja, der kriecht ja! Was wird denn dieses Spiel jetzt so schwer? Ja, ich hätte ihn nur anleuchten müssen, schon klar, aber... Kann man doch trotzdem mal einen Gang runterschalten. Schau mal, wie lange der braucht, um sich umzudrehen. Das ist doch, das geht nicht. Unter das Bett sliden. Müssen wir wieder unseren dämlichen Affengriff da machen, dass wir irgendwie unter dieses Bett sliden. Pass auf, ich schaue jetzt nach einer anderen Taste. Einstellungen, Steuerung, Tastaturbelegung, Digga. Ducken, rutschen machen wir jetzt auf... Haben wir irgendwas auf R? Ja, wir machen das jetzt auf R für rutschen. So, bist du sicher? Ich bin absolut sicher. Hau rein. Und dann rutschen wir jetzt mit R, weil das ist mir zu blöd, dass ich mir da jedes Mal meine Hand irgendwie halb brech, dass ich da rutschen kann. Nee, ja, jetzt muss ich ja auch von Laufen runter, damit ich R drücken kann. Ah. Ja. Ich brauche, wo habe ich denn, ich habe keine Ding frei zum Rutschen. Okay, eine Idee habe ich noch. Ja, probieren wir es so. Aber jetzt die, ja, an der Maus, ja, ist das nicht, oder? An der Seite, die Seitentaste habe ich jetzt genommen. Die Finger brauche ich alle beim Rennen. Die müssten halt sagen, er ist gerade gerannt. Es zählt noch so 0,2 Sekunden, während man runter aussteuert. Aber das ist wirklich, du gehst von Laufen runter, instant. Bricht der Laufen ab und kann nicht mehr rutschen. Das ist nicht schlau. Also vielleicht bin ich auch der Idiot. Also vielleicht kann man das anders machen, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht wie. Das war im ersten Mal nicht anders. Hast du quasi aufgehört zu laufen, aber du bist trotzdem noch geslidet. Ja, wir kommen jetzt immer easy hier runter, das ist schon mal gut. Jetzt laufen, 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 den ganz lang anleuchten, laufen, laufen, laufen und slide. Und kriechen. Und laufen. Laufen, 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 laufen. Und Sprung und hoch. Boah, ja, es kann so einfach sein, wenn die Tastenbelegung nicht so dumm ist. Echt? Also. Wir sind in der Dusche.
Irgendjemand hat die Seife fallen lassen, die wir da jetzt auf diesen Knopf werfen. Ja, schön laut, gell? Wirklich. Oh. Jeder weiß, dass ich da bin. Bleib bitte einfach stehen, Alter. Nein, ich muss den bewegen, oder? Er schwant Böses. Ja, der bewegt sich nicht. Brauchen wir. Der bewegt sich nicht. Warum nicht? Ich kann ihn nur da hinten nehmen. Wir Seife oder so? Keine Ahnung. Das ist irgendwie festgeschnitten. Komisch. Keine Ahnung. Ich werfe jetzt mal Seife auf den drauf. Ich weiß nicht, warum das irgendwas bringen sollte, aber... Das ist wieder so ein kleiner Geheimgang. Was ist denn das? Wieder so ein Junge. Ja, ich glaube echt, das sind so... Ah ja, schon. Errungenschaft freigeschalten, kranke Kinder. Ja, ich glaube echt, das ist irgendwie so... Zum Sammeln. Da gab es im ersten Teil auch irgendwas zum Sammeln. Weiß ich jetzt aber nicht mehr, was das war. Aber wir kamen von da oben runter. Da kann ich nicht mehr hin. Kannst du... Ah! Ja, okay, wir müssen das Licht wieder ausmachen, weil dann bewegt sich wahrscheinlich dieser Rollstuhlfahrer. Ja, genau. Es ist Licht an, es ist Licht an. Es ist Licht an. Es ist doch das Licht an. Ich habe doch das Licht angemacht. Schön auf Abstand halten. Wir haben den zu nah ranlassen. Geh auf. Geh auf. Okay, jetzt können wir unser Stühlchen darüber schieben. Und dann können wir, was können wir denn dann? Ach, da ist ein Loch in der Tür. Okay. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Schlüssel, aber ich habe gar keinen Schlüssel. Aber so wird ein Schuh draus. Nihopt. Nein. Boah, es widert mich an. Echt? Ja, da musst du durchrennen, da geht nichts anderes. Okay, geschmeidig am Stromstuhl hier, auch sehr, sehr ekelhaft. Okay, da oben haben wir eine Sicherung. Wir haben eine Sicherung und wir haben einen Ball. Den Ball können wir da reinschmeißen, ich weiß nicht, was das bringt. Ach, für Q. Okay, was machst du jetzt mit dem Ball? Ach so, kann ich ihr die Sicherung geben? Es geht gar nicht um den Ball. Das heißt aber, dass ich... Kann ich da dann reinspringen oder muss ich wieder zurück? Das tue ich mir nicht an, das sage ich dir. Okay.
eine fiese Tötungsmethode. Oh, Q, bist du ready? Holst du die Sicherung? Super. Steckst du jetzt da rein und löscht mir raus? Wunderbärchen. Das hast du super gemacht, Q. Ganz, ganz toll. So. Wir nehmen unsere Sicherung wieder mit. Denn die wird anderorts benötigt. Und zwar beim Aufzug. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja, dass das der Aufzug vielleicht das Ende ist. Ja. Und da dann irgendwo, also nicht ganz hier wegfahren, tschüss, sondern dass wir, Q ist schlau, gell? Nimmt die Sicherung mit. Ärgert, dass ich jetzt wieder zurücklatschen muss. Nee, wir haben das noch nicht durch. Nee. Das glaube ich nicht. Komm, Q. Wir fahren runter. Unten ist nie gut. Unten ist nie gut. Komm, halt mal Händchen, Q. Komm. Okay, ich sehe nichts mehr. Hallo? 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 Oh, ist das... Hasse ja Taschenlampe in Spielen. Mag ich gar nicht. Immer nur so einen kleinen Bereich und dir ständig die Frage stellst, was sehe ich nicht? Da Hör gefällt mir auch nicht. Komm, Q. Komm. Ganzen Puppen, Alter. Oh. Also richtigen Boss hatten wir nach der Ding nicht mehr, gell? Das eiskalte Händchen! Oh mein Gott, das ist ein Profi-Karate-Kämpfer! Eiskaltes Händchen hat er Jesse sogar letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass er die Adams Family erinnert. Ist der nicht eis? Das war, glaube ich, eiskaltes Händchen, gell? Ei. Warte, kannst du? Zack. Boah, der ist halt echt bitter schwer zu treffen. Ich muss warten, bis der so in Angriffsstellung geht, wie bei Animal Crossing mit dem. Nein! Ist nicht wahr. Kann ich nicht töten, glaube ich. Da muss ich das Rohr benutzen, um die Wand aufzukriegen. Vielleicht. Nee. Geht nicht. Und was mache ich denn? Ach. Ich habe den zweimal getroffen. Wenn ich den dreimal treffen muss und dann noch eine Hand kommt. Uncool, echt. Das Spiel ist aufgrund dieser dämlichen Tastenbelegung gar nicht dafür ausgelegt, irgendwas zu erschlagen oder sonst irgendwas in dem Spiel.
jetzt geht er noch, okay? Geht er noch. Kann ich schon erwischen, den Typen? Jetzt kommt gleich die zweite Hand. So, ist die... Die ist jetzt tot. Okay, also... Dreimal treffen, tot. Nee, die sterben nicht. Großartig. Mann, Q macht das Ding jetzt auf. Ich muss mithelfen. Oh, und jetzt rein da, schnell. Oh nee, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Also, es wird ja alles nicht besser. Alter, was? Ach du Scheiße. Oh, der ist ja auch wieder extrem widerlich. Ist der Doktor das? Oh mein Gott! Oh, ist der ätzend? Das ist jetzt unser neuer Boss, oder was? Oder? Er hat mich unterm nächsten Bett, also wir sind noch weitergegangen und da hat er mich erwischt. Was ist er denn? Oh Gott. Oh Gott, geht er rum? Ich weiß nicht, ob ich gehen darf. Ich kann da nicht durch. Machst du da? Brauche ich dieses. Oh Gott, da vorne liegen Sachen. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, warten, bis er weggeht. Geh weg. Geh bitte weg. Okay, jetzt holen wir uns hier irgendein Spielzeug. Eieiei. Warte mal wieder kurz, jetzt geht er. Oh, jetzt sehe ich ihn nicht. Und zurück. Nein, was machst denn du, Q? Bleib da, ja, bleib da vorne. Okay, okay, versteckt. Okay, jetzt ist er möglichst weit weg. Lauf, Q! Oh, ich habe mich da verstecken müssen. Scheiße. Hätte der das nicht, hätte der mich nicht gefunden, wenn ich mich da versteckt hätte?
Oh Gott, das hat gespeichert, sehr geil. Okay. Push dich? Da ist niemand? Außer Q sitzt halt einfach offen da, die könntest du easy sehen. Da kommt sie angerannt, ja. Dass die einen nicht verraten kann, ist halt schon gut. Okay, kann ich jetzt wieder aufrecht laufen? Dann würde ich sagen, klettern wir hier hoch, oder? Der ist ätzend, der Typ. Aber nichts geht über diese Lehrerin am Anfang. Die war einfach zu krass. Dieser Gesichtsausdruck von der auch noch, das war einfach ätzend. Na, da breche ich durch, oder? Oh shit. Ach, der hält sich da ja fest, weil der da eine Decke rumkriegt. Warum auch immer. Oh mein Gott. Runter, glaube ich, oder? Wirklich immer sehr leise, das muss man euch lassen. Sehr dezent. Alter, die schiebt mich da rein. Was zur Hölle? Was mache ich hier? Warum musste ich hier rüber? Da ist ein Schlüssel. Da komme ich jetzt wieder nicht hoch. Wofür ist denn der Schlüssel? Ich habe noch gar keine Tür gefunden. Wie komme ich da hoch? Hä, wie komme ich da hoch? Geht's hier lang? Gar nicht. Ja, ich weiß, ich brauche den Schlüssel, aber ich weiß nicht wie. Ah. Konnte ich das auch rausziehen? Ja. Muss ja was bringen, oder? Die Möglichkeit wird ja nicht zum Spaß da sein. So, bringen wir hier hin. Okay. Und jetzt? Meint, dass ich von da darüber springen muss? Ah, ah ja, okay. Ei, Unterstand. So, den rausziehen. Dann auf die zweite Leiche. Auf die dritte. Auf den Tisch. Von dem Tisch zu der Kiste. Das ist aber hier die Tür. Geht so, oder? Und der Bärchen. So, und jetzt mit Anlauf! Ja. Ihr seht es mir an, Leute. Das Laufen habe ich nicht erfunden. So, neuer Versuch. Schön. Dann hoch auf den Schrank, oder? Genau. So, und jetzt haben wir einen Schlüssel zu einer Tür, die ich nicht kenne. Die werden wir schon finden, oder? Komme ich jetzt zurück auch wieder durch die Kiste, oder? Haut so aus. Jo, zieh mich raus. Danke. Danke, danke. Jo, Ehrenfrau. So. Komm, Q. Ich habe einen Schlüssel.
Muscht man ja nicht lang suchen, ne? Rück mit, hilf mit. Gleichberechtigung und so. Aber. Oh, das geht nicht. Okay, wir müssen da den Aktenschrank hochklettern und dann Oinki Boinki rüber machen. Mann, hört's doch auf mit eurem, man muss da links, rechts kriechen. Das ist kein Rätsel, gar nichts. Das ist einfach dumm. Eine Leiter? Habe ich in dem Spiel schon mal eine Leiter gesehen? Bin mir echt nicht sicher. Oh, da brauchen wir wieder eine Sicherung. Ganz fiese Geräusche. Oh nö. Q, du Hohlbirne. Pass doch auf. Da oben liegt die Sicherung. Da oben. Seht ihr das? Da. Oh, hier. Da. Wie soll ich denn da hinkommen? Muss ich ihn irgendwie ablenken oder so, das... Check ich nicht. Und hier ist ein Schacht, schau. Da kann man rein. Oben links. Ach so, ach so. Okay. Okay. Passt zur Hölle. Okay, ich muss hoch. Dann springe ich von oben runter an den Schalter, mache quasi dem sein EKG aus. Der Arzt wird abgelenkt, kommt rüber. Die Frage ist aber, wo verstecke ich mich? Hier? Oh mein Gott. Okay, was jetzt? Was jetzt? Ach Gott, ja, zieh das raus, schnell. Mann, spring doch da hoch. Hoch. Geh da hoch! Junge! Er will mich komplett hops nehmen, oder? Lauf jetzt! Alter, was? So, Sicherung rein. Weiter geht's. Nein, das hat er wieder gehört. Mach doch das Brett auf! Ich weiß nicht mehr, an welche Taste ich... Schleichen gemacht habe. Nein, wo habe ich Schleichen hingelegt? Ich habe das doch geändert wegen am Sprinten. So, genau. Und jetzt laufen. Und Slide. Wunderbar. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was war denn das? Mann, lauf doch mal! Er steht auf, bitte. Er ist so dumm. Er ist so dumm. Oh Gott. Nee, also manchmal... Sicherung rein. Ja.
kurz warten, weil ich kann nicht. Wieso geht die Tür nicht instant auf? So, laufen. Leid. Ja, er knallt natürlich dagegen. Das Kastel fällt um. Ich bin tot. Ah, er bleibt da hängen. Oh mein Gott, warum denn? Boah, okay, ja, wenn ich muss da wegspringen. Er hat mich. Er hat mich. Warum hat er mich? Schneiß halt nicht. Es geht noch weiter. Oh mein Gott. Das war's wieder. Digga, was? So, raus da, runter. Hoch. Runter. Okay, und er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Aber ich bin halt jetzt auch schon viel schneller als vorher. Uff. Einfach uff. War's das? Das war's. Oder? Nein, das war's nicht. Nö, nö. Oh mein Gott. Lauf! Er hört auf zu laufen. Jetzt da rein, oder? Und er macht zu. Ach, ich soll hier wieder raus, oder was? Kann ich nicht, kann ich nicht. Oh, ich hab's verstanden. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Rein in den Ofen, Q hilft mir wieder raus. Geh raus aus dem Ofen und wir machen zu und verbrennen den Typen. Ja, okay. Krass. Das ist krass. Also, wenn es so ist, gehe mal stark davon aus. Zu machen, genau. Boah, nee, das ist freudig, Junge. Boah, wie sie sich einfach vor das Feuer setzt und auch noch wärmt. Q, Alter, irgendwas stimmt nicht mit dir. Nicht cool. Gar nicht cool, Q. Sie ist voll die Psychopathin geworden. Ich meine, gut, die hat im ersten Teil viel erlebt. Aber trotzdem. Ah, komm, Q. Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Weiß es nicht. Du bist sehr strange, du machst mir ein bisschen Angst. Gucken wir erstmal hier, ob noch irgendwas kommt. Da kommt nichts. Wir sind aber, glaube ich, immer noch im Krankenhaus. Oder kommt wieder ein Fernseher? Hört sich zumindest so an. Das ist das Wartezimmer. Das schaut aus, als würden wir jetzt rauskommen, oder? Ja, oh, da geht's raus. Oh, raus ist schön. Oh, ich höre schon den Regen plätschern. Komm, Q, hilf mit. Dankeschön, genau. Und raus. Raus, bitte. Achso, ich duck mich jetzt hier. Naja, schön ist was anderes. Aber wir sind draußen. Und da bin ich sehr froh drum. Da brennt Licht. Da könnte man... Oh. Ich habe auf jeden Fall das Feeling... dass es nicht mehr allzu lange geht. Ich weiß es nicht, aber fühlt sich so nach Richtung Ende an. Hört ihr das? Genau das. Halt.
Alter, das Game ist creepy. Es ist einfach creepy. Da hängt wieder einer, ist auch creepy. Boah! Shit! Shit! Was? Wann gibt's Jumpscares in dem Spiel? Schaut jetzt in den Fernseher rein. Ich sag's euch, Leute, das ist eine Metapher für unsere heutige Gesellschaft. Weil die Handys uns quasi aufsaugen. Es ist so. Ich habe den tieferen Sinn dieses Spiels verstanden. Gleich eines Philosophes habe ich das erörtert. Hat dann aber nicht so viel mit dem ersten zu tun eigentlich, oder? Wenn's so ist. Ja, da ist wieder einer. Aber der ist so auf diesen Fernseher fixiert, schau. Er kriegt gar nicht mit, was um ihn herum passiert. So wie mit den Leuten, die in Bus und Bahn nur in ihr Handy starren. Oder bei am Esstisch, ja, im Familienessen, alle gucken nur ins Handy. Und das soll das Ganze symbolisieren. Q, hilf mir da hoch, bitte. Dankeschön. Ah, der ist mit dem Fernseher in der Dusche, der Fernseher fällt da jetzt rein. Pass auf. Okay, der fällt nicht rein. Wäre cool gewesen. Oh, sie scheißt durch nichts, gell? Hat da keine Schmerzen. Jo, spreng. Wir müssen da rüber. Danke. Uiuiui. Hinauf. Ja, der ist zugesperrt. Das ist jetzt, Hallo? Okay. Komm mal wieder runter, ne? Hilft ja nichts. Habt ihr gesehen da oben? Aber, hä? Warte mal. Genau. Er ist nämlich offen. Aber ist halt jetzt blöd für Q, ne? Hoffentlich ist da jetzt nicht so ein blödes Geheimnis drin, sondern... Also so diese komischen Fernsehfigürchen, sondern... Ja, aber dafür bin ich jetzt schon zu weit. Das ist der richtige Weg. Ich bin mir ganz sicher. Ja, Q, kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Tschüss. Kann dir doch helfen. War ja easy. So schmeckt mir das. Muss ja nicht immer knackschwer sein, oder? Willst du mir sagen, das ist nicht der Schlüssel doch? Komm, Q. Komm. Sag mal. Haupt richtig. Ja, oder? Was dann? Du gingst doch sonst nirgendwo hin? Das ist nur zum Aufzug rufen, oder? Geht's da weiter? Da kann man. Ne, da komme ich ja her. Ach, was liegt da? Das ist das Schloss. Ja, aber was willst du jetzt von mir? Wohin? Q, sprich mit mir. Wieso bleibt die so an dem Schloss stehen? Ich kann es auch nicht aufheben. So, die geht da hin, aber da ruft man doch nur den Aufzug. So, der ist schon da.
Ich schneide es nicht. Wie konnte man die Taschenlampe anmachen? Bringt das was? Taschenlampe? Hallo? Hallo? Keine Ahnung. Mach die Taschenlampe an. Auf E? Ah, jetzt hat er. Okay, also hier ist safe nichts. Nee, da geht's nicht weiter. Okay, da müssen wir nochmal auf der Seite gucken. Mit dem Lämple. Auch nix. Hä, bin ich jetzt dumm? Es bringt doch nichts, wenn ich jetzt einfach wieder runterfahre. Wozu waren wir denn dann hier? Da ging es auch nirgendwo mehr lang, oder? Da kann ich auch gar nicht mehr rein. Ich hätte es rausgefunden. Und zwar glaube ich, dass ich jetzt auf den Aufzug kann. Weil jetzt durch das Schloss die Tür aufbleibt. Jetzt muss ich quasi, wenn der hochkommt. Fuck. Ja, ja, okay. Okay, okay, okay. Boah, das war fies. Ich habe das jetzt rausgeschnitten. Ich habe jetzt echt, keine Ahnung, hier eine halbe Stunde rumgesucht. Sehr untypisch für dieses Spiel. Regen auf dem heißen Blechdach. Oi, was ist... Aha. Aha. Seht ihr das? Antennen, Strahlung. Leute werden manipuliert. Ihr versteht? Da müssen wir auch klettern, oder? Ja. Ich sag, es fühlt sich nach Ende an. Ist so. Es fühlt sich nach Ende an. Muss ich da jetzt an den Kleiderbügel springen? Ja. Nö, hätte ich wahrscheinlich müssen. Kaffee ist leer, das macht mich so sad. So, ich würde sagen, Q, du springst an den Kleiderbügel. Das machst du erstmal Räubeleider. Razzia, jetzt springst du an den Kleiderbügel. Und dann kurbel ich dich darüber. Ja, hopp. Achso, ich muss ihn erstmal herdrehen, oder? Genau so. Jetzt hängst du dich an. Und dann reichst du mir dein eiskaltes kleines Patschehändchen und fängst mich, wenn ich rüberspringe. Ist das ein Plan? Was hältst du davon? Und wow. Das schon. Danke, Q. Ganz toll. Man hat da so einen Kompagnon, der einen überhaupt nicht nervt in dem Game. Das finde ich toll. Ist selten der Fall. Begleiter sind eigentlich immer nervig in Spielen. Da müssen wir wieder Räuberleiter machen, oder? Das Problem bei Räuberleiter ist immer... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das Problem bei Räuberleiter ist immer, dass sie halt auf der Strecke bleibt. Da muss ich sie wieder irgendwie holen. So geht das natürlich. Boah, jetzt hier ganz blindersellmäßig die Dachrinne hoch. Und dann das zu, oder? Ist das auch das Fenster? So. Weiterklettern hätte ich aber nicht müssen, oder? Konnte ich gar nicht. Q, wie schaut's aus? Möchtest du dich vielleicht auch... Achso. Da wieder ganz ekelhafte Geräusche. Da wackelt schon das ganze Haus. So. Ja. Da! Lauf, Q!
Da ist kein Türgriff. Einfach runtergepurzelt. Okay, lauf, lauf, Q, lauf! Q! Ja. Oh, das gehört so. Meine Taschenlampe ist kaputt. Oh, Q! Alter, mach! Keinen Scheiß. Oh. Die stirbt nicht. Die stirbt nicht, auf keinen Fall. Jetzt ist meine Taschenlampe kaputt. Toll. Ja, geht nicht mehr. Okay. Gut, werden wir es ja auch nicht brauchen. Würde ich mal behaupten. Q, Räuberleiter? Weißt, du bist verwundet, aber wir müssen weiter. Es hilft alles nichts. Oh, zwei Türen. Ich mag doch nicht zwei Türen. Aha. Mhm. Keine Ahnung. Gehen wir mal zur zweiten Tür. Post, das ist auf jeden Fall ein privates Haus irgendwie oder eine Wohnung. Nein, wieder so ein Fernseher-Dingens. Wir sind voll nervig. Ja, auf ihn hat das halt so die gleiche Wirkung wie auf die ganzen Menschen in der Stadt, ne? Auf Q hat es gar keine Wirkung. Mein Gott! Jetzt aber. So. Müssen wir wieder auf unsere Tür zulatschen? Aber wie gesagt, es fühlt sich nach Ende an. Ich glaube, allzu lange geht das nicht mehr. Boah, war ich schon mal an dem Türgriff? Nee, ich hab die noch nicht aufgemacht. Ja, das ist das erste Mal. Okay. Und du bist? Steh auf jetzt! Oh, was? Oh mein Gott! Einfach The Ring! Einfach The Ring! Lauf! Er schaut aus wie Slenderman. Nein, der steht noch da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schau, jetzt ist Q auch so ein Ding. Alter. Was? Ich kann die aber noch retten, oder?
Ich kann die retten, die ist nicht tot. Ja, ich will da rein. Oh mein Gott, was passiert hier? Wo bin ich jetzt? In der Fernsehwelt oder was? Wenn das die Fernsehwelt ist, dann müssten die ganzen Menschen hier auch noch leben. Da bin ich halt auch nicht geil drauf. Da ist der nächste Fernseher. Muss ich jetzt immer so weiter vielleicht? Wenn ich jetzt an den Fernseher gehe, dann portet es mich wieder woanders hin. Und schaut fast so aus. Nee, da passiert nichts. Doch. Ah, okay. Muss der Fernseher darüber? Wie komme ich dann aber an den Fernseher, der mich da hingeportet hat? Und der Tür hier. Ja. Okay, so war das nicht gedacht. So, dann wieder da rein. Dann müsste ich auf dem anderen Dach drüber rauskommen. Na? Boah, hey, ohne Witz, das Spiel, wenn aufhört und Q ist nicht bei mir. Ich plack, das schwöre ich dir. Das mach mal nicht, ja? Das Spiel war gruselig und war gut. Das muss jetzt am Ende nicht traurig werden. Das brauche ich gar nicht. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die so drauf sind. Und zack, ja schon. Über Leute reden, oder? Oder ist das wieder diese Fernsehdurchsage? Komme ich da hin? Da liegt eine Fernbedienung. Kann ich den Fernseher vielleicht einschalten? Ja. Nee. Hallo? Ah. Okay. Ja, zumindest kommen wir gut voran. Ne? Ach, jetzt habe ich die Fernbedienung immer dabei. Weiß ich nicht, ob das was bringt? Keine Ahnung. Da kann ich nicht hin, da müssen wir erstmal runter, oder? Kommt mir voll bekannt vor hier. Waren wir da schon mal? In einer der ersten Folgen? Kann mich nicht erinnern. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay. Wir können aber auch den Wagen darüber schieben und da hoch. Warum sollten wir das tun, wenn wir da rein müssen? Irgendwo ist ein Haken. Da ist ein Haken. Das war nämlich falsch. Okay. Wieder da rein, dann schieben wir den Wagen rüber, dann gehen wir erstmal nach oben, gucken wir, was da ist. Achso, kann ich den Wagen überhaupt verschieben? Ich bin so weit oben. Ja, geht. So, dann gehen wir erstmal. Eisig nicht. Hier hoch. Na, geh halt da hoch, ha? Ich muss da gar nicht hoch. Ich muss, das ist nur, damit ich da dann drauf springen kann, damit ich dann darüber springen kann. Ich verstehe, aber was ich nicht verstehe, wie komme ich da hin? Und hier geht er nicht. Kann ich darüber springen? Ich kann ja nicht so weit springen. Ach, er hält sich an der Lampe fest. Okay, alles gut. Ich habe wieder zu viel gedacht. So, dann hier hoch. Hier hoch.
Jetzt können wir da auf den Wagen springen. Von dem Wagen können wir weiter springen. Der Plan geht schon mal auf. Sehr schön. Boah, jetzt voll John Rambo-mäßig abseilen. Geil. Yeah, schau ihn. Peng und durch die Wand. Die tun mir immer noch nichts, oder? Was ist, wenn ich den Fernseher ausmache? Oh! Okay. Da stehen sie nicht so drauf. Muss ich jetzt in ihren Fernseher reingehen? Geht das? Ohne dass die mir was tut. Nee. Ja, ich. Okay, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Den Fernseher draußen einschalten. Und dann den Fernseher ausschalten. Und mich dann verstecken. Ich kann mich da vielleicht im Ofen verstecken. Vielleicht geht sie dann raus und guckt da weiter Fernsehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man kann die Fernseher auf jeden Fall von sehr weit weg ausschalten. Vielleicht kann ich den ja sogar schon von hier irgendwie ausmachen. Kann ich. Aber jetzt verstecken wir uns hier dran. Und dann geht sie hier hin und guckt in den Fernseher vielleicht. Tut sie. Okay. Den wieder anmachen und rausporten. Ja, wunderbar. Stört die Frau nicht im geringsten, gell? Das ist völlig natürlich. Kommt öfter vor. Ja. Da? Ich weiß nicht, ob wir es durchspielen sollen jetzt. Ich bin etwas zwiegespalten. Ich weiß nicht, wenn die jetzt nächste Woche dann vielleicht bloß 5 Minuten haben oder so. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Gar nicht einschätzen, wann das vorbei ist. Gott. Nee, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Nein, halt dich fest. Hoch da. Wenn ich das einschätzen könnte, wie lange das noch geht, das Game. Fühlt sich halt echt schon sehr nach Ende an, aber es kann natürlich jetzt auch noch, keine Ahnung, eine Stunde dauern. Eine Stunde wahrscheinlich nicht mehr, aber kurz vor knapp. Okay. Okay. Ist klar. Auf jeden Fall ist Q verschwunden und Q müssen wir jetzt finden. Ich werde dieses Spiel nicht beenden, bevor ich Q gefunden habe. So, den müssen wir wahrscheinlich runterschmeißen, oder? Das ist ein sehr starkes Kabel. Respekt. Dann knippern wir den Bre an hier. Rein da. Dann fallen wir unten raus, wissen aber gar nicht wo. Kann... Wow, der traut sich. Der traut sich. Der will Q auch zurück. Oh, ein Hebel. Was ist denn das für... Okay, dann steht alles unter Strom. Das ist ja praktisch. Wollte schon immer mal sterben. Nee, wir müssen wahrscheinlich jemanden den Fernseher ausknippern. Dann wird der extrem aggro. Lauf!
Wow! Hoch da! Hoch da! Schnell, leg den Schalter um! Jawoll! Ja, ja, geh hops! Geh hops! Sehr schön. Warum war der so Akku? Der wollte zu dem Fernseher, oder? Das kann sein. Das ist der nächste Fernseher. Der Schalter hier ist kaputt. Müssen wir mal gucken, wo wir da rauskommen. Ach so, warte, pass auf. Machen wir erst nochmal aus. Ja, wir können den ja trotzdem... Ja, ist egal. Erstmal hier rein, erstmal gucken. Wir müssen ja immer den Fernseher, wo wir hinreisen, irgendwie manipulieren, verstehst? Ja, da im Aufzug ist der andere Fernseher. Den kann ich auch anmachen. Da ist das Auge drauf, schau. Seht ihr das? Oh mein Gott. Dann kann ich den Aufzug hochfahren. Ich weiß nicht. Jetzt schieben wir das Geschenk darüber, dann ziehen wir mal den Hebel, dann müsste der Aufzug aufgehen. Aber was bringt es mir? Ah, geht nicht ganz auf, okay. Wenn ich da jetzt reingehe, bin ich ja wieder oben. Was habe ich denn davon? Gar nichts. Doch, ich habe eine Idee. Ich muss wahrscheinlich wieder oben auf den Aufzug. Versteht ihr? Wie beim, ja, so wie vorhin halt. Das heißt, ich denke jetzt hier ziehen, dann schnell hoch. Und dann... Boah, das schaffe ich nicht. Und jetzt hier oben auf den Aufzug steigen. Das hätte ich hier raus können. Hätte ich wahrscheinlich auch müssen, oder? Hätte ich müssen, ja. Ich hätte da oben raus müssen. Okay, müssen wir es nochmal machen. Also ich muss quasi nicht... Ich muss in dem Zwischengeschoss, ihr versteht. Denke ich. Weiß es nicht. So, Aufzug wieder runter. Boah, ich dachte, der fährt nicht runter. Und dann muss ich hier raus. Und da fahren wir jetzt einfach vorbei. Okay, verstanden. Oder müssen wir schnell sein? Da müssen wir schnell sein. Hebel ziehen. Zack. Rein da. Rein, geh rein da. Okay. Schnell hier runter. Nein, spring, spring. Und hier raus. Nein, ach mein Gott, das dauert doch so lange. So, hoch, Hebel ziehen. Zack. Runter. Rein da. So, rein da. Und raus da. Raus da! Er geht! Vielleicht andersrum wäre auch eine Idee. Dass wir ihn runterfahren lassen. Das können wir dann noch... Nein, geh von dem Fernseher weg. Geh halt weg. Das wäre noch eine Idee. Lass uns das an... ihr versteht... Also, ach Gott, jetzt geht... Ja, das ist schon gelaufen. Schon gelaufen. Probieren wir es mal andersrum. Wir fahren jetzt hoch. Fahren den Aufzug runter. Genau, also jetzt Hebel ziehen. Durch da, komm. Rein da, rein da, rein da. Und jetzt hier drauf. Und jetzt raus. Ja, okay. Gut, okay. Ich hab's falsch gemacht. Die Puppe ist gar nicht gruselig, ha?
Da ist Strom, da ist Strom. Okay, okay. Ich kann auch direkt darüber springen. Ich bin dumm. Glaube ich. Auch so weit kann ich springen, klar. Also, hoch da. Und. Wow, das war knapp. Ja, die hängt wieder am Fernseher. Boah, die schaut aus wie die Oma von Malcolm mittendrin. Da ist ein Hocker. Entschuldigen Sie, Oma, dürfte ich den Hocker haben? Wow! Anscheinend nicht. Ich kann die töten. Wo kann ich denn hin, wenn ich jetzt... Das geht. Okay. Okay, pass auf. Fernseher ausknippern und dann hier rüber springen. Dann nehmen wir die Oma hops, würde ich sagen, oder? Oh, jetzt ist aber auch der Strom weg. Egal, ich brauche nur den Hocker, ich brauche nicht den Fernseher. Glaube ich zumindest. Noch etwas, was ich an dem Spiel gar nicht mag. Aachen durch die Gegend ziehen. Hallo, Kamera? Oi. Okay. Okay. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Okay, hier steht alles unter Strom. Okay, ich brauche einen anderen Fernseher, dass ich da hin kann. Glaube ich. Da ist ein Einkaufswagen, den man verschieben kann, glaube ich. Wo sollte ich den jetzt hinschieben? Den muss ich da runterrollen. Warum? Wieso muss ich denn jetzt so viele Sachen verschieben? Ja, geh weg davor. Muss ich von der anderen Seite schieben, sonst rollt er mich noch mit runter hier. Denkt das? Okay, jetzt kann ich da... Er rollt von alleine dahin, also muss ich jetzt nach links. Wow. Und wow. Okay. Ja, da komme ich wieder raus dann wahrscheinlich. Boah, schaut euch mal den Teddybär da auf dem Schreibtisch an, ist der ekelhaft. Gott, das ist... Mein Gott. Was ist denn? Kletter da hoch. Wieso geht das erst beim zweiten Mal? So, da ist der Strom. Oh, das bleibt nur kurz aus, glaube ich. Warten wir mal einen Moment. Ich muss schauen, ob ich mich beeilen muss. Glaube ja. Der Strom muss ja wieder angehen. Sonst funktioniert ja der Fernseher auf der anderen Seite nicht. Hallo? Boah, safe. Jetzt laufe ich los, oder? Und dann geht's wieder an. Keine Ahnung, wenn der Fernseher nicht geht, ist ja... Kann da eh nicht hoch. Ich muss... den Einkaufswagen jetzt hier rüberziehen, oder? Den werde ich auf der anderen Seite brauchen, glaube ich.
Müssen wir mal gucken, ob er da auch von alleine so hinrollt, wo er hin muss. Aber wenn ich den jetzt loslasse, macht er? Ja? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich bin dumm. Ich komme gerade nicht drauf. Also der Einkaufswagen muss ja auf der anderen Seite stehen. Dafür muss jetzt der Strom aber wieder an sein. Wenn der Strom aber wieder an ist, kann ich da ja nicht mehr runter. Oder kann ich von... Ah, das kann vielleicht sein, dass ich von da drüben jetzt... Also entweder von der Theke. Kommt mir aber sehr weit vor. Oder von hier, das geht aber auch nicht. Nee, ja, dann muss ich von der Theke jetzt auf den Einkaufswagen und dann rüber zum Fernseher. Ricky. Ja, da ist auch so ein Brett, Schatz. Ah, ui, okay. Habe ich mir schlimmer vorgestellt, als es war. Muss ich da wieder aus dem Fenster? Ja. Oh oh, die werden mich jagen. Oder? Nee, Gott sei Dank. Oh, guck, jetzt kann ich hier anmachen. Dann muss ich den anderen ausmachen. Aber wo verstecke ich mich dann? Die rennen dann die Bude ein? Glaube ich, jetzt stehen die da. Okay, jetzt machen wir den Fernseher einfach wieder an und gehen rein, oder wie? Oh, oh. Oh, jetzt kommen alle daher, oder? Nein, ich habe den Fernseher kaputt gemacht. Das taugt denen nicht. Hoch da, lauf! Das sind Fernseher. Guck, guck da, da ist ganz viel. Alles gut. Aber wieso guckt ihr nicht einfach Fernsehen? Ach so, einfach rein da. Wow. Okay. Da könnte ich auch wieder raus, glaube ich, oder? Muss schon nach rechts. Wieder ein Fernseher? Oh. Was ist das? Q! Ich komme! Nein! Nein! Schnell rein da! Na, okay, nicht rein da. Shit! Ah, Axt. Axt, heb sie auf, Mann! So, lauf. Lauf, mein Gott. Boah, es sieht halt so normal aus. Also, abgesehen von seiner Größe und so, aber... Ein ganz normales Gesicht. Der erste Typ, der irgendwie normal aussieht in dem Game. Muss ich da jetzt raus oder nicht? Nicht. Oh oh. Boah, warten wir mal einen Moment, oder?
Alter, nix. Okay. Ich glaube, ich bin entkommen. Oh Gott. Stimmt mal. Warum? Erklär's mir. Warum muss ich jetzt den Hocker darüber schieben? Weil das jetzt spannend ist, weil der Typ da jetzt kommt, oder? Dreh dich um und geh da hoch. Meine Güte. Jetzt falle ich runter, oder? Ja. Aus da raus! Okay. Weil? Zu lang gedauert? Oder muss so sein? Nee, muss nicht so sein. Zu lang gedauert. Boah, dieses so in Zeitlupe bewegen, wenn der kommt, ist halt auch echt nervig, ne? Okay, jetzt sind wir viel schneller, wenn es jetzt nicht geht. Ah, weg mit dem Brett und raus dann. Okay. Wunderbar. Oh, oh. Oh, oh. Ui. Uff. Hat das irgendwie einen Zug? Sind wir in einem Zug? Kann man machen? Ist der Dude jetzt weg oder nicht? Nee. Ist er nicht. Der ist halt schon ätzend, der Dude. Hoch. Lauf. Oh Gott, der ist schon sehr nah. Das schaut schon wieder nicht gut aus. Was wir auch für ein Glück haben, dass es immer irgendwie weitergeht, gell? Es könnte ja auch einfach mal vorbei sein. Also, Sackgasse. Nein! Ah! Boah, sowas kann es gewesen sein, echt. Was bringt das? Nix. Ey, fehlerfrei. Also klar, diese eine Millisekunde, wo ich an diesem Ding da hängen geblieben bin. Es ist echt, es ist übertrieben. Perfekt durch, perfekt durch. Dann hier durchsliden, ganz ohne Stress, zack. Wunderbar, Hebel umlegen. So. Hatte ich vielleicht nur den Hebel nicht ganz umgelegt? Ich meine, der Typ ist halt irgendwie so eine Geister-Antennensignal-Erscheinung. Wieso hält denn sowas auf? Nein, meine Fernbedienung ist kaputt. Ja, wobei, okay, diese Fernsehgeschichte war jetzt ein bisschen nervig. Itzi. Steh halt auf, heute noch. Ha, wie schaut's aus? So ein kleines Zugunglück, das wird dich doch jetzt nicht so einstampfen. Kiuhu. Oh, die führt mich irgendwo hin. Lang, Q. Ich bin verletzt. Ah, das sieht so nach Ende aus, Freunde. Das sieht so nach Ende aus. Sollte es heute vorbei... Es ist heute vorbei. Ich spiele es heute auf jeden Fall durch. Und dann ist, seid ihr gefragt, Leute, was soll ich als nächstes spielen? Könnt ihr mir da bitte mal Vorschläge unten in die Kommentare ballern? Soll natürlich schon was sein, wo ich hier auch so 5, 6, 7 Folgen zusammenbringe, ne? Wäre ich euch sehr dankbar. Genauso wie Streaming-Vorschläge, Leute. Könnt mir immer gerne Streaming-Vorschläge in die Kommentare. Okay, das ist die längste Leiter der Spielgeschichte. Stimmt übrigens nicht. Die ist aus Skies of Arcadia. War ein sehr gutes Game auf dem Gamecube. Da gab es die längste Leiter der Spielgeschichte, glaube ich. Hat richtig Spaß gemacht, da hochzuklettern. Musste man mehrmals machen. Was sah das gerade gut aus?
Ja, das wird das Antennenturm. Ach, da muss ich jetzt hingehen, oder wie? Es ist so ein bisschen wie von Little Nightmare 1 am Ende, wo du diesen Flur entlang gehst. Oh nein, da kommt der Antennenmann. Er nimmt seinen Hut ab. Was tun müssen? Was denn? Muss ich jetzt wieder so lenken mit dem wie an den Fernseher? Ah ja, schau. Ah, das hätten sie mir aber auch sagen können. Ich dachte, das ist nur das Video. Wohin? Wohin? Ist das mal ein Endboss-Fight, hä? Knick weg. Er gibt aber auch nicht auf, oder? Doch. Hey, wieso stecke ich so halb im Boden? Oder ich lieg da? Ja, nice. Haben wir den Antennenbrei weggezogen. Nice. Ist das jetzt diese Tür, die wo ich immer... Nee, das ist die nicht. Die waren in so einem Gang. Jetzt hätte ich mich mal umdrehen können, dann hätte ich mein Gesicht gesehen. Das ist der Gang. Ja, man erkennt nichts. Und jetzt? Nee, erkennt man auch nichts. Okay. Einfach in Hogwarts gelandet? Okay, halt rein. Der gleiche Gang wie vorher. Der gleiche Gang wie vorher. Ich will keine Spieluhr mehr. Ich will sie wieder. Okay. Was passiert, wenn ich zurückgehe? Was passiert, wenn ich weitergehe? Auch nichts. Hey, was?
Also ich persönlich würde sagen, dass ich der Musik folgen muss. Aber die ist halt, wenn ich jetzt hier stehe, jetzt höre ich sie gerade gar nicht. Doch, jetzt ist sie hier. Durch. Nichts? Hier? Jetzt ist sie hier. Und wieder oben. Ich dachte halt, das ist, wenn ich oben stehe, höre ich sie. Ah! Okay, nice. Hätte es halt gleich so machen sollen. Ich hab doch. Behalten wir es einfach bei, oder? Immer der Mucke nach. Wow. Einfach wieder in Hogwarts? Ich habe ein bisschen Angst davor, was diese Musik macht. Hier nicht lang? Da muss ich rein. Da kann ich nicht rein. Muss da rein. Kann doch die Tür nicht aufmachen. Schaut mal, da ist ein Schatten. Ach, das bin ich. Ja, ja, klar. Hey, warte mal. Wenn ich jetzt hier... Nee, das ist kein Schatten. Hier wäre der Schatten für die Tür da oben. Ah ja, klar, so kann ich die Tür aufmachen. Oh mein Gott. Und jetzt ist hier die Mucke, oder? Ja, genau. Boah, das ist ja tricky. Es ist eigentlich gar nicht tricky. Es ist ganz simpel. Oh, cool gemacht. Gute Idee, gefällt mir. Oh Gott. Kann ich da rüberspringen? Kann das Brett da umschmeißen, oder? Muss eh hier rein. Okay, das ist schlecht, weil ich muss erst das Brett umschmeißen. Dann war es diese Tür, oder? Na? Jetzt müssen wir wieder hier runter. Bleib dabei, das wäre ein nices Stream-Game gewesen, wo zusammen ein bisschen hätten rätseln können. Und manchmal hätte ich euch ja echt gebraucht. Also waren schon ein paar Stellen, wo ich echt gehangen habe. Und das kriegt ihr nicht mit, weil ich ein Meister der Schnittkunst bin und das entferne. Oh, jetzt wird's lauter. Da rein. Ah. Oh. Okay, Q, übertreib. Was zur Hölle? Oh mein Gott, was mit dir passiert? Jo, hier ist ein Klotz. Was jetzt? Hallo? Soll ich jetzt einfach wieder gehen? Ach so, ich kann sie ja rufen.
Oh mein Gott, das ist sie halt echt. Nein. Scheiße, was ist mit der passiert? Ein Hammer? Was will ich jetzt mit dem Hammer? Soll ich die Spiele auch kaputt machen? Oh oh. Oh 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 oh. Aber schaut's, die sieht halt jetzt so ein bisschen, ja genau, die ist jetzt so ein bisschen wie die, ja, die Lehrerin und vielleicht werden die so. Versteht ihr, was ich meine? Aber vielleicht kann ich sie auch zurückverwandeln. Also ich muss. Q darf nicht sterben, das geht nicht. Boah. Oh mein Gott. Gar nicht verwirrend. Hey Q, komm, wir sind Homies. Das ist echt schlimm, das. Okay, ich hätte schleichen müssen. Mein Gott, sowas könnt ihr doch nicht machen. Q kann doch jetzt nicht hier so ein Mutantenwesen werden. Nicht. Was müssen wir machen? Die Tür, da kann ich nicht aufmachen. Da findet sie mich jetzt gleich, oder? Achso, die macht die Tür auf. Das wäre eine Axt. Also brauche ich jetzt auch nicht leise sein, weil die Axt hört sie sowieso. Das können die, ohne Witz, das können die nicht bringen. Also. Oh oh. Jetzt muss ich sie wieder kaputt machen. Jo, wir sind Freunde. Gib mir die Spielbox, komm. Oh, okay. Q. Wir beruhigen uns jetzt alle. Schalten den Gang runter. Ah. Kein Grund, hier aggressiv zu werden. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Dann komme ich links wieder raus, oder? Genau. Ich check's nicht. Okay. Sheesh. Okay, also ich muss die irgendwie von der Spieluhr weglocken. Aber die kommt ja nicht mit. Wow, 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 wow. Okay. aber ja, oder? Ich glaube, so geht's. Die irgendwie weglocken? Da wird sie noch nicht aggro. Hier wird sie aggro. Da wird sie auch nicht aggro. Jetzt wird sie aggro. Wow, 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 wow. Okay. Und dann ist sie instant wieder an ihrer Spieluhr. I don't know. Boah, sheesh. Boah, Alter, wie die dich wegbämmt. Okay. Okay. Okay.
Ich weiß nicht. Ah, ich kann sie rufen. Boah! Oh. Okay. Alter! Schalt mal einen Gang runter, Mädel. Ah! Jetzt brauche ich aber die Axt. Okay, pass auf. Wir legen jetzt die Axt. Da schon mal so ein bisschen in die Richtung. Jetzt rufen wir sie in die Richtung. Gehen durch. Nehmen die Axt. Schnell, 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 schnell. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Keine Ahnung. die Axt muss näher hin. Auf jeden Fall. Bleib cool, Q. Alles, es ist alles gut. Ich tu dir doch nichts. Ja, wir müssen wahnsinnig schnell sein, glaube ich. Nein, ja, jetzt. Naja. Die Axt du ja nicht mitgenommen. Ganz schwer vergessen. Oh. Jetzt nimm die Axt und lauf und. Peng. Ah, nur einmal. Okay, gut. Das ist angenehm. Den? Okay, wo bin ich jetzt? Wir müssen Q irgendwie retten. Das darf so nicht aufhören. Gar keinen Fall. Sonst kann ich bis Teil 3 nicht, das halte ich nicht aus. Ich glaube, das ist nicht richtig. Da ist wieder eine Axt. Wo ich da hin? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Wow, wow, la, la, la. Alter. Mädchen, was ist denn mit dir? Muss man aber ganz dringend zu irgendeiner Aggressionsbewältigung oder so. Okay, das geht nicht in einem Zug, kannst du vergessen. Pass auf, jetzt müssen wir hier durch. Jetzt geh halt da rein, Mann. Boah. Wieder rüber. Müssen wir das quasi Stück für Stück machen. Nimm die Axt mit. Lauf, lauf, lauf. Es muss halt alles wahnsinnig schnell gehen. Jetzt wenn ich die Axt hier schon mal so ein bisschen in die Richtung. Jetzt kommt sie schon angefetzt. Okay. Jetzt gehe ich hier rüber. Ich rufe sie. Ich nehme die Axt. Warte, wenn ich jetzt nicht... Wenn ich jetzt... Ah! Perfekt. Ich muss ja die Axt gar nicht liegen lassen. Die kann ich ja mitnehmen. Okay. Es ist so unangenehm, gegen Q zu kämpfen. Schaut aber fast so aus, als müssten wir das nochmal machen. Nicht cool. Nein, tatsächlich. Uff, jetzt liegt die Axt schon bei ihr oben. Okay, pass auf. Kann ich hier hin? Ne. Ja, ja, okay, okay. Oh, es ist heavy. Es ist richtig heavy.
Scheiße. Da runter, runter, es wird nichts. Okay, mein Gott. Die Axt. Ah, okay, okay, ich hab's. So, hier rüber, rufen, oben raus, pass auf. Zack, jetzt gehen wir hoch. Wir rufen sie hierhin. Wir gehen hierher. Wir nehmen die Axt mit runter. Rufen sie hierhin. Und zack. Okay, das war's, glaube ich. Das war's, glaube ich. Oder auch nicht. Q, versteh doch bitte. Ich muss diese Spieluhr zerstören. Okay. Ah, okay. Ja, gut. Ich musste dann wahrscheinlich einfach rufen. Warum auch immer ihr das wehtut. Ich keine Ahnung. Ja, und dann hauen wir erstmal zünftig daneben, würde ich sagen, oder? Das ist doch eine Idee. Jetzt warten wir wieder eine halbe Stunde, bis er aufstehen kann. Komm, steh auf jetzt, bitte. Jetzt ziehen wir die Axt raus, fallen hin, stehen wieder auf. So, jetzt aber. Zack. Oh Scheiße, was passiert? Oh, die schrumpft sie? Ja, sie ist wieder normal. Und sie lebt auch. Ja, okay. Oh, Gott sei Dank. Akio. Haben wir es doch geschafft. Jetzt komm schnell raus hier. Komm. Oh, falsche Richtung. Entschuldige. Ja, das ist ein Auge. Oh, das ist auch ein Auge. Ja. Du könntest auf mich warten, Q. Mal, ist jetzt nicht so, als hätte ich dir nicht gerade das Leben gerettet. Du kannst aber auch einfach wegrennen. Das ist deine freie Entscheidung. Okay, und tot. Ey, viel Error and Try in dem Spiel. Echt. Also, meistens wahrscheinlich, weil ich einfach dumm bin, aber... Ah, das geht halt nicht. Ich, ah doch, geht schon. Boah, es ist halt gar nicht widerlich, oder? Uah. Steh auf! Steh auf, Alter, was? Also sag er mal. Oh oh. Oh oh, Q, du musst mich auffangen. Danke. Kannst du mich auch hochziehen? Nee? Okay, nee, dann bleiben wir halt hier.
Du war die Böse? Lebe noch. Was war denn das jetzt? Ihr habt mich loslassen. Einfach ekelhaft. Ist vielleicht gar nicht wirklich Q. Ey, Q kann doch jetzt nicht böse sein, das ist doch... Es ist nicht vorbei. Es ist jetzt nicht vorbei. Es ist jetzt nicht vorbei. Bin ich jetzt erwachsen? Alter, was passiert hier? Wie lange saß ich denn da? Ich war der Typ selber, oder wie? Drum habe ich auch diese Bewegungen so nachgemacht und drum hat Q mich auch fallen lassen. Also nicht Q war die Böse, sondern ich. Aber warum? Bin ich jetzt der Einzige, der das nicht so zu 100% checkt? Und das ist die Tür. Schau, jetzt geht die Tür zu und das ist der Gang. Ich weiß nicht. Jetzt einfach ein bisschen zu blöd, um das zu verstehen? Also ich bin jetzt der Typ geworden. War ich schon der Typ? Nennen wir ihn mal Fernsehman. War ich schon TV-Man? War ich schon der TV-Man? Oder bin ich jetzt der neue TV-Man geworden, weil mich Q hintergangen hat? I don't know. Ja Leute, das war's leider mit Little Nightmares 2. Wir haben's durch. Schade, schade, schade. Jetzt müssen wir auf Little Nightmares 3 warten. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so in die Story hinein interpretiert. War ich jetzt schon immer TV-Man? Bin ich jetzt der neue TV-Man geworden? Und vor allem könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes Let's Playen soll. Ich bin schon hart am Überlegen, aber wir werden sicher irgendwas finden. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ihr könnt die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und wir sehen uns beim nächsten Game.